Spiel hier ist das doch, ne? Jo. Detlef? Jo. Da ist er auch zu finden. Irgendwelche DLCs drauf? DLCs habt ihr aber keine drauf, oder? Nein. Null. Wir haben nur die Karte drauf. Und das normale LS17, nicht das, das Dings at all. Das ganz normale. Ich ja auch, mit Patch. Ja, wenn du, Patch. Das, wenn du das höher hast, dann macht das ja nichts. Ist ja eher besser. Ich hab das aktuellste, das höchste Patch genommen, was ich habe. Und ja, meine Lieben, ihr habt gehört im Hintergrund, ich bin heute nicht alleine, ich bin heute auch zu Gast. Ich bin zu Gast bei der Langohren GbR und ich hatte es ja angekündigt, wir wollen auf die Silbersusum. Wir haben da letzten Samstag schon ein bisschen unser Unwesen getrieben und ich wollte erstmal eben schnell guten Abend zu euch sagen. Dann mache ich jetzt hier nämlich alles wieder an und sag mal guten Abend den Damen und Herren der Langohren GbR. Guten Abend. Moin. Guten Tag. Tja, auch. Komm gleich wieder. Der komisch. Ja, so hast du Passwort an ausgeschaltet, vielleicht das da irgendwo bremst. Ich habe jetzt Spielnummer ausgemacht und nochmal angemacht. Ach so. Also bin jetzt dabei, jetzt Spielnummer zu starten. Da riecht das noch so im Blödsinn, Alter, und jetzt. Bitte. Ist da hier eine Stunde gesessen, alles vorbereitet? So, Multiplayer, beitreten. Wo waren wir denn? Ach, da hinten. Name. Mein Geschleuder steht da noch. Wenn wir alles eigentlich so stehen lassen, wie das war. Ja, du, ich weiß ja nicht, wie weit ihr noch gemacht habt. Ich bin ja etwas früher abgehauen. Achso, stimmt. Mal. Oh. Ich habe da auch ein bisschen Geld drauf geschaufelt. Also ich sehe nichts. Oha, du hast ja schon Ballen gerollt. Ja, ich glaube, 2-3 Mal habe ich da schon eine Bahn lang gezogen. Da werde ich dann wohl heute mit weitermachen. Currywurstsuppe, lecker. Hm? Was hast du, Dede? Ich hatte hier gerade ein Video gesehen, das werde ich mir vielleicht mal morgen oder so reinziehen. Partykracher Currywurstsuppe. Oha. Soll ich denn erstmal auf den Drescher gehen, bis der Herr Trinkeviel da ist? Ja, ja, das kennen, ja. Wir haben ja keinen LS17-Server. Also, kannst du mal den Sensor mal Multiplayer. Jo. Dann hat er noch, dann ist da ein neuer Kids auf, oder? Doch, Detlef ist auch schon drin. Könnten sonst einen etwas größeren Mähdrescher sonst auch noch besorgen, wenn wir das wollten. Tun. Keine Ahnung. Warte mal, dann muss ich den hier aber erstmal leer machen. Oder habe ich eine verkehrte Kartenversion? Also wenn du die in dem Spiel runtergeladen hast, also wenn du das Spiel anmachst, gehst dann auch... Ich habe die vom Mod runtergeladen. Dann ist das verkehrt, Stefan. Das hat man extra noch gesagt. Deswegen kann ich es nicht finden. Das gibt's im ganz normal im Spiel unter Mods. Ja, aber den ist er doch im Mod-Tab richtig gewesen. Eigentlich. Ja, eigentlich schon. Ist ja der Mod-Hub, ne? Genau. Da weiß ich es nicht. Warte, Spielername ist Axels Spiel. Das hängt er doch installiert an. Ja, wenn ich da die sowas zusumme. So, dann habe ich dir hinten ein bisschen was reingekippt. Ja. Nur sowas wird es ja wohl nicht geben. Ne, wird dir nur eben sowas geben. Eigentlich ja. Wie fahren wir? Soll ich denn mit dem Geschleuder hinfahren? Wenn du die Idee installieren müsst, dann nochmal installierst, dann dauert es lange. Axel, ich weiß gar nicht, ob du da unbedingt mit los musst, weiß ich das gar nicht. Warte mal, ich guck mal einmal hier in der Dings rein. Na gut, der muss aber neben dem Weg hier rumstehen. nee.
Warte mal eben. Erstmal kurz hier wieder reinkommen. Wenn ihr erstmal auf den Hof fahren. Ah, jetzt habe ich einen Handel hier. Ich glaube, ich kann ihn von ihr verkaufen. Okay. Ja. Probier da gerade noch was aus. Vielleicht steig ich aus und mache den Motor aus. Ja. Und Detlef macht doch mal den Motor aus. Mensch, wir schon. Müssen doch sparen. Ehe du aus dem Knick kommst, Alter. Warte mal. Moment. Wer war jetzt hier noch der Ältere? Axel. So, jetzt schneid weg. Schon ist wieder Ruhe. Wieso? Ich hab doch geantwortet. Kam hier nicht an. Als ich gesagt habe, wer ist hier der Ältere, kam nicht mehr. Doch, da habe ich ganz laut und deutlich Axel gesagt. So, am Händler steht Dings. Bums. Nein, Dings Bums. Teil. Ach der. Ein Käse. Oh. 53 Körner. Ja, also ein bisschen hat er da noch was im Rohr gehabt. Ah. Moment, jetzt suchen wir nochmal. So, ich drücke da auch mal einen Knopf. Ich wollte gerade sagen, schmeißt du hättest ja keiner. So. So, Multiplayer beitreten. Bisschen. Axel, Spiel! Ha! Wie war dein Passwort? Hase, alle. Großhase. Alles groß geschrieben. Nie jetzt aber löst du. Jetzt aber richtig vorwärts hier, du. Bitte schneiden Sie sich an, stellen Sie Lehnen senkrecht. Nö, kann's losgehen. Ich weiß, was der Fehler war. Na? Hab die Karte nicht entpackt. Entpackt? Ich muss die Karte im Motor mal entpacken. Aha. Finde den Fehler. Deshalb hab ich das nicht gesehen. Ja, hallo Tom, herzlich willkommen hier am Samstagabend bei mir im Stream. Heute Abend mal LS17 Sivasusum, gemeinsam mit der Langohren GR. Moin, wer war das, Tom? Tom PC steht da. Ah, Tom PC, moin. Mapsa. So. Oh, meine Anzeige funktioniert ja auch cool. Jetzt ist der Stefan da. Der kann da sein. Wieso habe ich hier keinen Ton mehr? Den ist komisch. Oh, wir fahren noch fünffach. Okay. Hä? Zeit fünffach. Haben wir? Ja. Stimmt. Recht. Ja. Ja, da habe ich automatisch schon meistens einen Blick hin. Ja, das haben sie, ich glaube, seit dem 13er nicht hingekriegt. Das ist beim 19er teilweise auch. Wow, jetzt kommt ein Krankenwagen. Na gut. Eben ist hier DH. Nee, wie heißen die vom Wasser-Dingsbums? Ach, DHS oder DHS? DHS-Allergie? Durch langsame Schritten gestorben. Ja, hier steht ein Droscher mitten auf der Straße, ist das normal? Den wollte Axel verkaufen. Ja, geht sofort gleich los. Warum haben wir den nicht neu gelassen und droschen einfach mit zwei weiter? Dann behalt den von mir aus. Nur gedacht, mit dem Großen schafft das vielleicht ein bisschen mehr. Ja, aber wir können ja auch mit zwei droschen.
Ja, dann mach. Wäre jetzt bloß meine Idee. Dann können wir hinterher, wenn wir fällt. Abfahren. Naja, wir können ja erstmal droschen. So, wo ist denn das jetzt? Detlef kommt ja praktisch jetzt mit dem großen Droscher, richtig? Und mit dem Case jetzt. Der kann einen Käsetrecker haben. Ich ziehe ja mal noch einen Vorwinde. So, dann müssen wir das mit der Lautstärke normal ein bisschen. Also wie gesagt, Detlef, ich wollte dich gestern da auch nicht verarschen, ja? Oder vorgestern, wann das war. Ja, alles gut. Aber das war echt ein bisschen zu überdröhnt. Ja, vielleicht ist der Trecker auch nur ein bisschen laut. Kann ja möglich sein. Weißt du? Also es ist anscheinend soundmäßig sowieso ein Unterschied 19 zu 17. Ja, ich habe hier definitiv jetzt den Sound auf 90% und der ist immer noch nicht so laut wie bei 50% im 19er. Wie gesagt, also die Relation hat gestern null zusammengepasst. Alles gut. Ich hab's ja den korrigiert und dann war es ja okay. Ich meine mal, ich sitze ja auch noch dran. Richtig. Machen wir uns hier mal eine schöne Drehwende. Ich frage mich, wo mein Zaun geblieben ist. Weg. Du, der ist bei mir auch verhältnismäßig leise. Ich sehe es also auch am Ausschlag im Stream, dass der deutlich geringer ist als im 19er. Was ein? Bei der Musik höre ich ja. Das ist ja doof. Eben einmal was ändern, fällt mir gerade auf. Auf. Ich stelle dir da mal gleich noch einen Link mit dazu, den stelle ich jetzt auch bei mir in den Chat rein. Dann haben die Zuschauer nämlich die Möglichkeit, uns beide zu sehen. Heute endlich mal geschafft, von sowas die Folge anzugucken, wo sein Droscher fast abgebrannt ist. Oha. Aber ich muss zur Schande gestehen, seitdem habe ich aber auch nichts mehr geguckt. Aber schon krass, also das muss ja schon uralt gewesen sein, das Zeug, was sich da drum gewickelt hat. Das war von Erbsendroschen, ne? Nee, da war auch Mais noch mit dazwischen. Also musste schon länger dazwischen sein. Da war nämlich auch Mais mit drin. Und ihr habt's Popcorn. Hey.
haben die nämlich gesagt, der hat nämlich einen Techniker da gehabt und dann hat er gesagt, da war Mais schon auch noch mit drin. Also die Masse, was da lag, kann nicht von Dings sein. Von, du hast halt auch die Maisse drauf. Nö. Ja, meine. Ich habe euch einen Link im Chat gestellt. Könnt ihr gerne draufklicken. Es gibt Möglichkeit, wohl vom Wiki, also hinzusehen. Hat für meine Zuschauer mir auch den gleichen Link. Gehe mal davon aus, der wird auch gleich im Chat zu finden. Ein Bauer, Möpso. Der Wessi, Junge. Der Bauer hat mich schon wieder auf was gebracht, was ich vergessen. Ich und mein Streamlabs OBS, ne? Den immer vergessen. Warum ich keinen Spielsound habe, das nervt mich ja richtig. Wie gesagt, der ist bei mir auch verhältnismäßig. Also gar kein. Hm? Ja, nee, ist klar. Den habe ich verstanden. Was? Großer Ambus. LS19 habe ich eben gerade geändert. Boah. So einmal kurz aktualisieren. Aber das war mir auch eben aufgefallen. Ja, komm, groß, ich sag am größten. Naja, ich hab da gesehen. Den großen Roten. Guck da, jetzt geht. Wird diese. Ja, das stimmt auch. So. Poste ich nochmal hier einmal. Detlef Link, Leute. No? Wenn ich dir mal einen kleinen Tipp geben darf. Bloß am Rande. Währenddessen ich das Schneidwerk abhänge und rum zum Schneidwerk fahre, drück ich immer schon Taste X, dass ich der Drescher ausklappe. Dann brauchst du nämlich hinterher nicht hin und her tappen. Da hast du natürlich auch recht. Aber das muss jeder halten, wie er will. Mich erst wieder an diese blöde Rückwärtsfahren mit dem Bremspedal gewöhnen. So. Was ist denn hier los? Geht dieser oder was? Ja, ich hab reingeklickt, weil er mich gefragt hat, Gamepad Lenkräder. Hab ich einfach angeklickt, ja. Hab aber noch nichts weiter eingestellt. Also ich hab wirklich bloß Spiel installiert, Patch drauf. Also vorher eben angemacht, wegen Mods installieren. Musste ja. So. Karte runter, Patch runter, alles nacheinander rein, fertig. Um dem Gelände.
Also ich musste meinen Lenkrad noch dingsen. Aber nur beim letzten Mal. Das ist jetzt übernommen. Ich hab meine Hand nicht eingestellt. Hier sind nur zwei Tasten anders, als ich sie sonst hab. Deswegen muss ich mal... Mein Robert. Ja. Boah, sehe ich da auch schon im Chat. Ja, der hat hier eben schon einmal... Meine Musik kommt wieder abgehackt rüber. Aha. Liegt wohl eher mit dem Hackbrett. Hack, hack, hack. Oh, Synchro-Party. Das ist eine Ossi-Party. Eine Ossi-Party. Wer statt ein Synchro lieber für einen Quatsch? Ich nehme mal einen Schluck. Prost! Mit einem Eimer habe ich wieder Sound. Aha. So. Jetzt muss ich mich hier erstmal zurechtfinden. Könntest du deine Schleuder mal beiseite nehmen, Axel? Ja. Einen Moment. Jetzt habe ich keinen Sound mehr. Hä? Sie das verstehen? Geht schon mal verstehen. Das ist ja so. Dittle. Nochmal gucken. Sorry Leute, aber das nervt mich jetzt richtig. Ja, ihr seht, meine Lieben, da ist richtig was los hier. Bei Drescher. Eine Ballenpresse. Ein Abfahrer. Und einer, der dumme Sprüche macht. Aber sowas von. Weil der ist im Moment ziemlich ruhig. Eigentlich mit Bauer. Bist du irgendwo noch im Stau oder was? Oder was ist da los? Der einzige Stau, den er hat, naja, gut. Ist in Ordnung, sparen wir uns. Oder passt das Astloch nicht? Oder was? Hier, da steckt er noch fest drin. Achso. Wenig Vaseline genommen. Zu wenig Kleidcreme meinst du? Oder so. Bauer, Spaß. Das ist echt doof. Hast du meine Hupe mitbekommen? Den aber da? Natürlich. Nicht schlecht. Du hast meine auch nicht gehört. Gehe ich mal von aus. Nee. Ihr habt ja null Sound. Der also Bauer so ist bei mir zu Gast. Echt? Im Chat. Moin, Jung. Der ist Schnaps alle oder was los? Gute Frage.
So, Stefan scheint ja leer zu sein. Hast du leer gesaugt? Ja, der hat die Ah. Anderen? Ja, okay. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Nimmst du die halbe Bahn hier rechts von mir mit, oder wie machen wir das? Naja, bloß unten wird's breiter, Detlef. Gut, dann komme ich von oben zurück, das ist ja kein Thema. Ja. Das war mein Gedanke. Warte mal, ich muss erstmal hier einmal kurz die Reste mitnehmen. Das ist alles teuer Geld hier. So, na dann komm mal ran auf den Meter. Bei 9 km/h. Ich komme. Immer diese Abdränger hier. So, jetzt mal bitte den Rüssel raus. Ansonsten. Bin ja schon dabei. Hab extra noch gewaschen vorher. Aha. Schön. Schön. Gut zu wissen. Du musst Robert sich wenigstens keinen Dreckigen angucken, ne? Eben. Gut, eine schwarze Spitze hat er trotzdem. Gut, ja, haben keine Fahrzeuge weiter. Okay. Gleich da, eben noch ein Weilchen und so, ne? Also doch mal eine Flasche Nuckeln oder was, Bauer. Oha, nein, Cola, ein Cola Korn ist im Angebot, sagt er. Nur Obstler, Cola Korn. Nur Obstler. Der riecht hier zu komisch. Der muss sich wieder die Füße waschen, damit der Dreck nachrutscht. Ja, ich glaube auch. Aber den aber mit Korn, der desinfiziert gleich. Ja. Das ist richtig. Zwischendurch nochmal einen Schluck trinken und wird immer besser, sagt er. Bleib mal da einen Moment stehen. Ich bleibe. Hier nehme ich noch so. Pfützel. Alles bezahlt. Ich sag dir nichts. Ach, ist ja alles vollkommen richtig. So, jetzt wollen wir aufhören mit Spielmarken Arbeiter. Also, die haben wir letztes Mal auch gedacht. Und dann zack, 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 ging es weiter. So. Ich hab nicht mal mehr ein Fahrzeug. Wie? Ist der Mähdrescher weg oder was? Nö. Aber ist doch nicht schön, dass du Droschen. So. Ich würde sagen 52. Mal kurz gucken. 52. Hinter dir. Achso. Geht denn das Getreide jetzt hier hin im Anhänger? Musst du gucken. Also beim letzten Mal hieß es erstmal verticken wegen des Geldes. Jo. Was haben wir jetzt gedroschen? Am besten los wirst. Wieso nimmt er das denn jetzt? Oder habe ich die schon gekauft? Habe ich schon gekauft. So, kann manchen dauern. Ich muss zu 40, weiß nicht. Die 53 wäre ja auch noch gewesen, ne? Ja, dann nimmst du die gleich mit dazu. Da ist ein Graben zwischen, so gesehen. Oder war die noch gar nicht?
Achso, die war schon ab. Wow. Warum bremsen? Muss man ja nicht. Eben. Bremsen ist Luxus, nur Gas im Kopplung. Schön. Vor allen Dingen, wenn der von links vom Feld kommt, muss ich bremsen. Ja. Was? Ja, ja. War doch da gerade hoch. Warte mal. Erst halt die Runde außen. Ist das eine lange Runde? Komm, Träger, komm in die Gänge. Kap's eilig. Ja, da ist er sehr gemütlich, aber der Käse ist auch nicht viel schneller gewesen hier. Der Zylinder ist mir schon entgegengeflogen. Vielleicht kommt der Kolben aus dem Auspuff. Das macht immer. Das macht er schon nicht mehr, der brüllt wie ein Panzer. Ey, jetzt habe ich nicht mal mehr Musik. Hier ist doch irgendwas faul. Bei deiner Farbe also wundert mich das nicht, Robert. Ja, siehst du. Ist ja noch. Halt mal eine Rolle mehr. Nochmal, gerade blicken. Ah, beim Shop da drin. Fahr weiter, du Bolle. Sieht vor und sieht aus, als wenn es Mais ist, ne? Rechte zumindest. Mais, links könnte. Weiß ich nicht. Irgendwas anderes sein. Aber rechts ist definitiv Mais. Ja. Passen. Ist gut. Ja, nach der Aktion nimmt er vorne bei Giver noch einen Meter zurück. Oh, ihr kriegt Geld! Ihr kriegt auch Geld. Reich. Wie konnte ich das noch einstellen, Leute? Wisst ihr das? Boah, nee, da müsste ich mir jetzt erst durchs Menü kommen. Was wolltest du denn einstellen? Na, dass sie auch Geld nehmen können und so. Also ich hab jetzt 1055 übrig. Ja, ich auch. Ich muss zu meiner Meinung nach einstellen, jeder mit Konto oder irgend sowas. Meine Meinung, da muss jeder ein Konto haben, damit das funktioniert. Jetzt habe ich wieder 0. Ja, ich auch. Irgendjemand klaut uns hier die Kohle. Ja, Mucki, der Geizknochen. Dann war das das nicht. Weil Mucki, der Geizknochen. Er hat ein separat. Oh Mann, ja, separates Konto war. Ja, aus. Jetzt ist es wieder ran.
Tiere verladen, manchmal an. Fahrzeuge zurücksetzen, manchmal an. Neue Felder erstellen, manchmal an. Einzigste, was jetzt nicht an ist, ist Auto ja. akzeptieren. So, ich bin wieder auf dem Weg. Was haben wir denn hier? Miami. Ich hab mich gerade um die Laterne gebunden. Hm. Was hättet ihr denn so eine Laterne getan? Eigentlich nix, aber kannst mich doch stören. Robert, sei froh. Wie bei Nastos. Das ist bestimmt wie bei Nastos. Die ist bestimmt einfach auf der Straße gesprungen, stimmt's? Richtig. Aber Robert, sei froh. Ich hab mir letzten Samstag was den Reifen gefahren. Ach, du heilige Seil. Das ist ja noch schlimmer. Ja, so ein merkwürdigen PKW. Das hätte Robert sein können. Ich war vorher Woche nicht da. Nee, aber der hat auch mal so einen merkwürdigen Ding am Reifen. Was soll denn das heißen? Ey, ja, so schade, dass du schon geheiratet hast, Alter. Ich hätte jetzt mal Alter hingekriegt. Robert, es gibt so Sachen, die lade ich nicht ein. Leute, die lade ich nicht ein. Alter, hättest du einen Polterabend gemacht, ey. Und du wärst hundertprozentig die Erste, die ich nicht eingeladen hätte. Alter, das wäre ein Polterabend geworden. Ja, ist klar. Da hättest du einen großen Platz gebraucht. Und du wärst Container. Mit einem vollen Pistole angekommen, Alter. Ich wär nicht nur mit ihm gekommen. Ich wär nicht nur mit einem gekommen. Ja, ist klar. Aber Robert, bei solchen Sachen ist der Effekt viel geiler, wenn dann nur so Kaffeekanne und so was im Dach fällt. Da ist der Effekt viel geiler hinterher. Glaub mir. Ich fahre rechts hinter dir, Stefan. Ja, ich fahre jetzt von mir aus links weg wieder hoch. Ja, alle gut. Das ist genau eine Breite hier. Was? Zusammen nicht schlagkräftig bin, dann müsste ich es auch holen. Na gut, Detlef hat ein bisschen mehr Fläche zum Abtuschen. Aber klein Vieh macht auch nichts. Bin gleich da. Wir sind mit dem Feld gleich fertig. Und meine MS-Zahl ist mir verspielt. Nee, bei mir ist ja nichts. Bei mir läuft jetzt so ja richtig gut. Aber immer ist nicht nur ab und an bei mir. Ja, gut, Robert, guckst du ins Spiel, weißt du, warum dein Computer so ist. Ja. Soll das heißen? Na, du weißt doch, wie der her so frisch ist. Da läuft die Zeit nur zu wenig, das ist das Problem. Was, wenn ihr kurz ein Pferd vor der Apotheke mit Rezept hat? Der Bauer, ey, hat ja schon wieder einen Clip gemacht. Der kann klippen. Will er doch. Von Klippen klippen. Ich denke, der will duschen. Ja. Das Wasser ist wahrscheinlich noch nicht heiß. Ist er wieder wahrscheinlich dabei, wenn ich nur Holz da. Ach, meinst du, der hat den Badeofen wohl nicht rechtzeitig angemacht? Der hatte nicht genug Holz da. Das Holz hat er zum Schnapsbrennen gebraucht. So. Er hat doch mal Whisky gebrannt jetzt. Der muss ja auf Holz rauchen. Alter, wenn das mal nicht Timing war. Warte, wir stehen.
Also das war jetzt echt mal Timing. Ich voll und höre hinter mir ein Geräusch. Oha, Mucki, bist du jetzt Spendabel? Nein, merk schon. Ihr kriegt aber früh was mit, ey. Das war so, gleich kurz danach. Ja, aber da siehst du mal, wie konzentriert wir arbeiten. Wenn, dann müsst ihr jammern. Dann gibt's mehr. Oder ich kauf dann, oder was weiß ich. Ist das anstrengend, Ballen zu pressen ohne Ton, ne? Ich meine, mit Ton, dieses Gepiepe ist natürlich auch nervig, ne? Aber... Jetzt sieht das Meckern auf dem ganz anderen Niveau aus. Was? Ja, so mit ist ja, nicht komm ran. Aber ohne ist auch doof. Zu langsam. Nein, ich hab ja schon abgelöffelt. Nee, dich meinte gar nicht, Stefan. Nee, ich meinte meine Frau. Der meint mich. Nee, ich hab meine Frau gemeint. Warte mal. Heißt das nicht abgenippelt, nicht abgelöffelt? Angelegt. Anne, ist wieder was rein. Angelegt meins. Genau. Hätte ich da nicht mehr essen dürfen, mein Eis. Angeleckt ist wie angeblasen, ne? Genau. Ja, kann man so sagen. Hattest du denn die netten Kommentare zum Thema Grillen vorhin gelesen, die ich geschickt habe, Axel? Die hatte ich mit meinem Arbeitskollegen zusammen, haben wir uns die eingeimpft. Und ihr seid vor Lachen nicht vom Dach gefallen, das beruhigt mich. Nee, weil wir waren schon unten. Okay. So, soll ich das Zeug auch verschaulen fahren, oder? Na, warte doch mal. Er ist voll. Ich bin voll. Ich hab Stefan, ihn jetzt eine ganze Menge in den Bauch geblasen, sozusagen. Okay. Ja, dann fahr am besten Preis verscherbeln, wie immer. 657 fallen. Ja, denn weg. Unten rechts bisher. Bin ja schon unterwegs. Ganz anderes Bild, das ist total anders, Alter. Macht mal wieder, aber macht mal wieder Laune. Aber wollte gerade sagen, ja. Macht mal wieder richtig gut. Ja, wir hatten ja letzte Woche auch, deswegen haben wir gesagt, das müssen wir nochmal machen. Kommt drauf an, wie viele Leute den Achter haben. Ja, aber den kannst du ja nicht im Multiplayer spielen. Detlef, wo zockeln wir jetzt hin? Erstmal hier auf der Straße, damit wir im Weg stehen. Hast du jetzt noch was drin im Bunker? 1200 Liter hängt da schon wieder drin. Der kann püpsen. Kann ich leider heute einen Schluck gekühltes Getränk zu mir nehmen? Meinst du es schon? Das hat der Chef nämlich wieder näher eingebaut in den Case, einen Kühlschrank. Kühlschrank schon, nur nichts drin, ne? Soll ja so ein Geizknüppel sein, habe ich gehört. Oh, was für ein Geizknüppel, oder? Ja, Frodo, du hast doch dein Teil hier schon selber hier. Mein Geld wird ja schon. Nee, der kriegt die Schokolade dafür. Guten Tag. Und davor Mok. Hey, rutsch mal. Hallo, rutsch doch mal. Nicht geradeaus, ich war rechts rum. Das
Leute. Weiß ich nicht, fallen daher, gucken. Ich, keine Ahnung. Da ist einer untergegangen oder so, ich weiß auch nicht. Hör auf hier rum zu moppern, Busfahrer. Moin, Matti. Schönen Feierabend gewünscht. Was? Ja. Nicht was. Tau noch heute besser. Matti, der braucht keinen Kühlschrank. Namend. Tag, Herr Matti, DJ. Dings, nee, Busfahrer. Busfahrer. Moin, Matti, du alte Dünstleuchte. Wie war es noch? Die Lupe. Der ganze Bus muss pipi. Wie ging das? Ja. Wenn wir fahren nach Mallorca und der ganze Bus muss pipi. Irgend so was war das. Ja, genau. Irgendwie so, ja. Aber der ist gewöhnlich nicht nach Mallorca gefahren. Heute, der ist Linie gefahren. Ah. Oder ist er vielleicht ein bisschen länger unterwegs? Wie, meinst du, Gedönsleuchte wäre zu viel für dich, Matti? Da steht nämlich ein HH hinter, muss ich dazu sagen, Stefan. Aha. Aber HH ist der Hamburg. Ja, aber nicht so geschrieben. Ach so. Guckt denn jetzt auf welchem Feld rum? Wir stehen mitten im Weg. Ja, nicht, wir stehen auf der Straße. Ach so. Aber du könntest da rankommen und uns mal absaugen. Ey, ich bin ja schon wieder auf dem Weg. Achso, ich kann, warte mal, dann strecke ich schnell mein Rohr raus, weil ich bin gerade hoch. Ich trete schon durchs Bodenblech, das Gaspedal. Ah, das kann der Deutsch schon ab. Der spielt Fred Feuerstein. Der will mit den Füßen erst gehen. Klar, aber sowas von. Der geht schneller. Robert hat einen 3-Meter-Bein, der Gast wird. Gucken, wie wir das am geschicktesten machen. Junge, Robert fährt rüber aufs Feld. Bei meinem Rohr. Der kann Kettler fährt aber Rohr heute. Ich sag ja, der kann man geben. Ja. Und dann sagt er, dass es noch ein schönes rotes. Ja, aber mit schwarzer Spitze. Ja. Alles so. Nee. Oh Mann. Ach ja. Hier gibt's noch Spielsound. Wobei, ich glaube, das eine von denen, was ich im 19er habe, ist noch länger. Ist so eine dicker. Boah. Wow. Was hast du da für einen Froscher? Ist ein Fendt. Den ganz neuen Klaas oder was? Den 8900er, oder? Nee, das ist ein Fendt. Okay. Ich bin der Meinung, vom Durchmesser ist das Rohr noch breiter als das hier vom Case. Habt ihr zufällig den Fendt von Nastos gesehen? Nö. Den er vorgestellt hat da? Nö. Instagram oder so? Nicht? Nö. Ohne Joystick fahren. Quatsch. Ohne Lenkrad fahren. So. Mit Joystick fahren. Ja, das ist doch praktisch wie in einem Radlader. Hast du das doch schon? Also er ist quasi mit dem Mähdrescher gefahren und hat immer so nach unten im Fußraum geguckt, so zwischen den Beinen. So nach dem Motto, wo ist das Lenkrad? Ich muss sagen, Joystick fahren, das ist angenehmer wie ein Lenkrad. Und dann war aufs Feld. Ja, haben die Leute dann untergeschrieben. Oh, hau also, Gesten. Alter. Gestensteuerung oder. Was soll das sein? Wow. Was denn? Das ist Leichtmetall. Detlef, hast du das an meiner Fahrweise auszusetzen? Ich nicht, aber die Werkstatt. Oh, er kennt nur Vollgas. Ja, durch den Graben. Ja. Kann man mal machen. Ne? Ach.
So, wo wollt ihr jetzt hin? Ja, das fahr ich gerade gucken. Gebiss haben wir nicht bei. Ich erkunde mal die Felder hier, Axel. Jo. Hier hinten so. Alter, Pflastersteine. Hier gibt's noch was zum Knabbern. Mehr aus wie Raps. Scheiße. Knabbern. Könnte Raps sein, ne? Das wäre also dann Feld. Oh. Ey, da hab ich irgendwie eine Park. Finde ich nicht mal wieder schöne Parkplätze. Ist da mal ja bombastisch. Ach so, können wir selber kaufen. So. So, da hier heute ja keine Moderatoren bei mir im Chat sind, die hier nochmal einen Link. Da könnt ihr den Detlef mal zugucken. Oder uns beiden zusammen. Genau. Und dann kriegt ihr nochmal einen, warte mal. Erst einmal kurz holen, ey. Wolltet ihr eigentlich mit Flügen machen oder ohne Flügen? Eigentlich gehört sich ja mit Flügen. Ja, also Flügen hatten wir mal nicht an. Also volle Palette. Hier nochmal der Link direkt dahin. So. Du aber. Und weiter jetzt. Ja, das ist Raps, da kommt kein Stroh bei raus. Doch, einer die. Sind wir. Gib wohl mal die Klappe auf hier. Eine Büchse. Dann könnte das Feld hier theoretisch eigentlich gleich gedüngt und dann geflücht werden. Klingt nach einem Plan. Ja. Jetzt müsste ich locker in den Tank alles reinkriegen. Das ist ja das sehr maximal eineinhalb Bahnen bei mir. Komm mal wieder. So. Wunderschönen guten Abend. Ein Bauer. Moin Bauer. Nee. Vielleicht Schnapsbrenner. Ja. Hey, ist mal gemacht. Weil? Oh, wie ein Scheiße. Bauer hat wohl Spaß auf Arbeit gehabt. Gab heute nur alkoholfreies Bier. Scheiß Ach, Dreck. Du Scheiße. Den ganzen Tag versaut. Die Olsch wieder verkehrte Kiste zu fassen gekriegt. Kuli. Nur nicht mal selten, nur stilles Wasser. Ja. Das aus der und das aus der Gießkanne. Zimmertemperatur. Wie viel war sie schon? Glühwein, na Halbwitzer. Aber selbst gekühlt.
Ja, was könnte man da sagen? Bin gelaufen. Ist dir eigentlich bei mir im Stream was aufgefallen? Ja, sweet. Also ich habe jetzt nichts gesehen, weil ich noch gar nicht da war. Außer deine oberste drei Tüten jetzt da, oder? Die funktionieren jetzt auch, ja, die Ecke ist schon länger drin. Naja, weiß ich, hab ich gesehen. Nur funktionieren sie. Ah. Warum nicht funktioniert haben, das darfst du dir laut erzählen. 60 cm vor dem Bildschirm? Nein. Soweit hatte ich ja ursprünglich vermutet, Stefan. Dann habe ich ja alles Mögliche schon probiert, ja. Wieder da. Baby. Tja, alles so, ja. Eigentlich müssten wir Matti jetzt noch holen, dann kann er hier gleich seinen Samen in die Erde bringen. Ja. Immer ran. Wenn nicht, wenn den ganzen Tag, wenn er hinterm Lenkrad gesessen hat, glaube ich nicht, dass der noch auf den Server kommen würde. Soll ich flügen? Ich hab schon einen Flug bei. Ja. Ne, vielleicht erst düngen? Ja, dann, Robert, dann hol du einen Düngerstreuer. Nein, völlig ohne Mods, Matti. 17er, Sibbers Husum. Ja, so? Ja. Wir haben schon Felder, die abgedroschen sind, ne? Nur so zu helfen. Ja, das glaube, das weiß Stefan. Mucki, ich sammle hier gerade Ballen, falls du das nicht siehst. Ja, deswegen sagte ich das ja, weil du jetzt einen Flug dahinter hast, deswegen dachte ich. Ja, ich hab den einfach nur mitgebracht. Ach, ja, ist ja richtig. Gut. Aber im Feuer nicht. Düngerstreuer oder muss ich da gucken? Nee, muss noch gucken. Kannst du auch mal ein bisschen von deinem Geld losgeben. Mach ich. Brauch noch Dünger. Nimm Flüssigdünger, Robert. Hä? Nimm Flüssigdünger. Ach, der Bauer. Die hatte der Hose. Kriegt er ja nichts mit fertig. Und die Tropfen. Komm auf den Strahl drauf, weißt du. So. Also keinen festen Dünger flüssig soll ich jetzt nehmen, oder? Nein, festen. Alter, Bauer, bring mich nicht ganz. Am besten wäre jetzt Kompost oder Mist. Jessi, guten Abend. Tech. Ein Jessi? Wo? Wer? Im Chat hier drin bei mir. Nee, hinten. So, dass... Oh, Jessi. Ey, DJ Dieter. Hä? Hä? DJ Fröhlich und die anderen zwei DJs, bitte. Musik leiser, Hilfe, die sind seit 20 Uhr in Gange bis 2 Uhr. Hä? Hä? Ach, Argentin ist Jürgen. Moin, Jürgen. Jürgen, du Ollisch. Schabragge. Moin. Jo. Moin, so. Jürgen. Bisher haben wir nicht eine drauf, Matti, und das geht ganz gut. Ich wäre, wenn eh für GPS oder irgend so weit. Gibt's nicht.
Dann fahre ich das zurück auf das Scherbel und komme mit. Ja, fährst die Hänge auf den Hof. Stefan. Ups. So. Kennst du Baustoff Netzband? Axel? Ja. Ja. Wir bringen jetzt die Felder erstmal alle soweit in Schuss. Über haben. Ja. Gut, dann würde ich nämlich auch. Bauer, kannst du dir erklären, warum ich keinen Ton habe? Hast du schon mal probiert, das Spiel neu zu starten? Ja. Wenn wir die ganze Server weg, das wäre scheiße. Dann wo gehostet tut. Mogi ist doch hier der Horst vom Nietz. Mhm. Ich muss sagen, bei mir läuft alles flüssig und sauber durch. Flüssig? Bei mir auch. Übrigens, der Case hat einen kleinen Nachteil, Axel. Ansonsten finde ich den ja nicht schlecht. Ah. Was hat er dann? Der bräuchte ein Knickrohr. Hat der nicht, wenn du Droschka zuklappst, ein Knickrohr? Warte. Ja, dann knickt's weg, alles gut. Jetzt will die Zeit lassen kommen. Ja, ihr seht richtig was los hier. Und ich muss sagen, ist so eine nette Truppe, macht Spaß. Jo. Schön LS17 zocken. Jo. Tipptopp. Ich hab mir gleich mal einen Trecker geprüft. Ich fahr schnell das Zeug verschärfen und dann komm ich. Oder wollt ihr das behalten? Weil ich einen Anhänger hab. Den hab's original. Keine Antwort und falsch was schabeln. Hau weg den Scheiß. Den Korn auf alle Fälle verkaufen. Ach, ich hab mir gesagt, wenn ich Feierabend mache, ich muss das Spiel durchstarten. Habt ihr irgendwie schon uns auf dem Hof zu stehen, wo ich Dünger kriege? Oder? Nö. Okay. Ich weiß gar nicht, was das ist. Aber hinten irgendwo beim Händler gibt's Dünger. Ja, Ober ATR. Da gibt's auch Dünger. Da fahr ich sowieso hin. Bring doch einfach einen Anhänger voll mit. Muss auch gleich mal Schaufel aufladen. Kann er nicht einfach mit dem Anhänger anfangen? Nee, geht glaube ich nicht, weiß ich nicht. Ich hab den Frontlader vorne dran. Überlader. Den fährt Herr Muckmuck. Muckmuck. Mit dem Überladewagen könntest du das hinkriegen. Ich hab auch einen Frontlader. Jo, ich sag mal schönen guten Abend an 10 liebe Zuschauer. Moin moin. Oha. Ihr dürft auch gerne im Chat schreiben, wenn ihr möchtet. Roland Jesse, bitte melden. Wo wir das Ding hier auf dem Hof hinstellen. Ich gucke mal da, wer ist denn das? Irgendwo. Da, wo er nicht stört. Genau. Jetzt ist er weg, ist mir irregal. Na, hinter der grünen Halle war da nicht noch ein Platz. Ich stelle hier ja, mal. Ich stelle mal hier Wiese. Zwischen die beiden Güllebecken. Zwischen Güllebecken und Feld auf den Weg. Oh. Da steht er erstmal nicht im Weg, wir haben noch eine Zufahrt. Oh. Zunge gerade halten. Oberstes Gebot. Geht doch. Ich glaube, hinter der grünen Halle ist zu
Zu? Ist zu eng. Du musst da noch weiter rüber, ja. Naja, ja, ich hab die... hinter der grünen Halle hast du doch unter anderem auch noch einen Unterstand für diverses Werkzeug. Da steht ja auch eine Amazone-Spritze mit Zusatztank. Ja, genau. Oder meintest du hinten am Schweinestall? Ja, hinterm grünen Schweinestall, da ist eine Wiese, so hätte sich da sonst hingestellt. Alles. Ich weiß gar nicht, gab es hier überhaupt Scheunen zu kaufen? Was kann ich mehr? Das ist ja alles schon. Wobei, wieder so wenn her. Ich einem Real-Life Landwirt ja, ich sag mal, Glauben schenken darf, der sagt auch, warum soll ich die Maschinen in die Scheune stellen? Hm. Brauchst du ja eh nächsten Tag, oder? Ja, nee, gar nicht mal das. Er sagt, er hat jetzt über 30 Jahre Erfahrung mit Fahrzeugen draußen stehen lassen. Sagt er, und das waren zwei Geräte, wo sie was erneuern mussten, und das war ein Teil für etwa 500 Euro pro Jahr. Ansonsten. Und wenn die verkauft werden, guckt eh keiner nach dem Lack oder sowas. Da wird auf die Stunden geguckt und alles andere. Aber Lack oder sowas, scheißegal. So. Robert kommt jetzt mit Dünger oder was? Ja. Mhm. Robert kann ja dann hinten. Robert, fängst du hinten auf dem Rapsfeld an, wo ihr zuletzt gedroschen habt. Und dann arbeiten wir uns nach hier unten runter, würde ich sagen. So wäre jetzt mein Plan. Erstmal. Weil das Feld ist ja komplett frei. Weil dann kann ich da anfangen zu fliegen. Ja. Axel, dann hol ich mir auch noch einen Schlepper und press weiter. Ja, oder, ja, genau. Die Presse steht da ja. Ja. Stefan, die Frage ist jetzt, stapeln wir die noch auf dem Hof oder wollen wir die auch verticken? Ja, weiß ich nicht. Habt ihr irgendwann mal den Plan wegen Tiere? Pff, keine Ahnung. Der Plan ist mit Sicherheit da. Also ich hätte ja auf dem Hof schon ein paar hingestapelt. So einen Wagen voll. Ich meine, das waren 21 oder so. Ja, wenn ich mal bei hier noch einen Wagen voll. Gucken wir mal, wie viel das gibt. Und den Rest verkloppen wir. Das ich jetzt nicht. Weißt du, mal am Geld liegt das ja nicht unbedingt. Gibt es denn hier irgendwo schon Wiese oder sowas? Wiese. Hinter dem Schweinestall. Hm? Was haltet dann davon, wenn wir in von den Äckern, die wir jetzt hier droschen haben, noch eine Wiese machen? Hm, mach doch. Klingt nach einem Plan. Dann würde ich sagen, nimm doch das jetzt, was wir gerade leer gemacht haben, wo ich den Raps runtergedroschen habe. Das ist nicht ja, allzu als erste, groß. Was ich denn als erstes flühe. Ja, genau. Weißt du, wie viel PS die Presse braucht? Ich glaube 70 oder so. Also nicht so viel. Unter 100 PS. Frauen denn halt nicht. Nee. Mir egal. Was hat er denn? Das war die kleine Rollwelt 150, ne? Ja, die New Orleans. Ja. Ja, 70. Vorsichtshalber geguckt. Also,
Ja gut, dann Challenger bräuchte mir denn nicht holen dafür. Ich hab mir was Mittelklasse genommen. Reicht ja, aus. So in die Richtung tendiere ich auch. Also ich hab jetzt hier einen 150 PS Schlepper. Der reicht mir. Ey. Man muss dann eben mal die Riesenschlepper fahren. Nee, wenn es nicht notwendig ist, bin ich da vollkommen bei dir. Mucki, warum setzt du ihn? Der klebte und backte eben. Ja, ja, aber jetzt fehlt uns da unten noch ein Ball. Wo ist unten? Ach, da hinten? Na, da unten, oh. Der Einzelne. Oh, stimmt. Warte, ich muss schnell an. Ich setz denn nachher den anderen da oben, setz ich denn, Ich hab den eben nicht von der Gabel abgekriegt. Ja, deswegen nehme ich diese Mistgabel. Weißt du? Ja. Weil die macht sich zum Ballfahren besser. Ich wusste nicht, ob die hier im 17er geht. Ja. Deswegen war ich mir nicht so ganz. Hatte ich mir die hier erst genommen. Weil ich kam letztes Mal gut klar mit, also. Kommst du ran oder? Warte. Ich muss eben erstmal gucken, wo ich lang muss. Gerade eben kurz die Orientierung verloren. So, dann können wir mal noch einen Händler gehen. Irgendwas voll bei dir? Das häng ich. Ist das zum Heulen, ey? Krieg da nicht zwischen. Loch zu klein. Okay, ich hab hinten die auch doppelt drin gekriegt. Warte mal, wenn ich nimm mal irgendeinen einzelnen runter. So. Und jetzt, warte mal. Ja, warte. Ich hab da hier zwei auf der Jabe. Ja. Wie willst du denn da rankommen, wenn die da bei dir vorstehen? So lang ist deine Schwinge auch nicht. Gut, hä? So. Ich habe dreimal in die Pop. Wo sehe ich? Na, oh nein. Ja. Zum Shoppen? Hä?
So. Feldfreie Allee droschen. Hubschrauber im Anflug. Ich hab noch einen einzelnen Ball. Kannst du dann gleich anhängen. Robert, hast du den Raps schon gedüngt? Ja. Das war hier hinten rechts, das Feld, wa? Irgendwo, oder wo war links. Das? Links. Du fährst jetzt links rein. Ich fahr jetzt links. Links. Und das zweite Feld gleich nach Mais. Zu Befehl, Herr Oberfeldwebel. Geht doch. Und der Teig okay. Ja, eine gute Idee. Und die fährt nachher sowieso wieder an. Gabel. Wie letztes Mal, ne? Halben Tank habe ich jetzt schon leer. Synchro. Synchronklack. Kann ich ja noch mal auf die Suche gehen. Mit dem Ton. Nur wie kriegst du denn aus der Kiste den Ballen raus? Bei mir ist das Taste 10. Taste 10? Auf dem Seitenpendel. Achso. Keine Ahnung. Ansonsten mit Z. Ja. Dann probieren wir das mal. Ach, der weiß ich noch. Den, doch, kriegst du auch die Türe nicht so. Ja, also das funktioniert nicht. Funktioniert, ja? Ja, ja. Oh, was ist hier denn los? Ah, siehst du, geht doch. Ja. Weg ist weg, ne? Meine Fresse hier. Prost. Skull. Prost. Ist schon mal jetzt Wetter. Der kann. Jetzt hier? Aber aus der dritten Kiste, ne? Nee. Nee? Nee. Da liegst du verkehrt, Mucki. Das reicht heute nicht, Mucki. Das ist
zwei der Fass aus einem anderen LKW. Das ist die dritte Palette aus dem vierten LKW. Oh. Du redest aber von Europaletten, ne? Ja, na, alles andere ist ja kein Maß. Aber es ist Fassbier vom dritten Anhänger. Harry, moin, einen Harry. Wunderschönen guten Abend. Moin, Harry. Oh Mann. Welches Feld muss noch dann gedüngt werden? Alle anderen. Alle. Bei Feld 51. Alles, was grün ist. Alles, was grün ist, vor. Auf der Karte. Alle Felder grün leuchten. Immer hier im Feld. Feuer frei. Okay. Musst du da hin, oder? Wenn hier nicht so ein paar Ballen im Wege liegen werden, ja. Ja, fährst ein bisschen Schlängel wie. Ein bisschen drumrum. Aber wir könnten eigentlich auch das Feld da vorne, was. Entweder das, was jetzt Detlef presst. Hä? Was hast du denn, Bauer? Auch nix. Ich will, dass der Deutz mit bald eine Zeit die Gewerkschaft brauchen. Bald? Oder willst du vorne, hol ich mir noch einen zweiten? Egal. Na hier, fahr weiter, ich hol mir noch einen zweiten. Achso, der Bauer hat noch gar keine Dollars. Dollar. Ich hol mir noch einen Trecker. Aber das Blöde ist, das Geld ist dann hinterher immer alles weg. Was war nicht aussehen immer im Multiplayer. Ja. Das ist das nächste Mal nicht mehr da. Wie? Nö. Hä? Das so, Geld, was du uns jetzt überweist, ja, ist dann weg. Ja. Ja. Aber dann kann ich euch wieder neu Geld geben, oder nicht? Ja. Ja, siehst du. Ich meine nur. Gut, das ist ja so. Ich fass an das Ding. Prozent habe ich auf den Anhänger. Oh. Seit wann macht er das? Automatisch abladen. Wenn den Trigger erwischt, oder? Tja. Das ist ja top. Oder ich habe mir letztens alles wieder abgeladen. Nicht C? Nee. Ja, sagt man so Pisa. Wie? Dann nochmal A. Oder Huf. Oder Z. Dann mit dem Schwanz weg. Dann machen wir das sowieso. Ich hatte heute einen Hund an der Hose. Oha. Oder in der Hose, quasi. Huch? Kurzzeitig. So, bei dem Bauherrn nach. Macht man. Ach. Das ist voll wir haben da ja noch Essen gekriegt heute Mittag.
fliegende Hunde. Haben sie ja ein bisschen gegrillt und dann sind wir Richtung Terrasse und dann hing der Hund mit mal bei mir an der Hose. Ja. Ich sag, was hast du denn für einen Auftrag? Geh ich weiter, zieh den Hund dann noch so ein Stück mit und dann hat er losgelassen und kam er und knäpste nochmal. Hab ich einmal gerufen, ich sag, hey! Und dann ist er total zusammengeschreckt und ist einfach weggegangen. So ein kleiner Hacken-Porsche war das. Wie, so eine Fußhupe? Ja, ja, so ein Dackel-Mix, schieß mich weg, irgend so ein Gedöns-Teil. Na, mit vier Füßen und so einen kleinen Schwanz erwedelt. Mhm. Und irgendwie, weff, ich bin ganz großer. Müsste ich direkt mal gucken, Matti, warte mal. Ja, bin ich. Jetzt ist er weg, ist mir auch egal. La la la. Oh nee. Aua, hör zu. Gehört? Was? Nö. Nicht? Aber dann dick sich an. Warte. Hat aber einen Song gezogen heute. Jetzt. War ich doch, der hat einen Song gezogen. Ja. Genau, Mucki. Alle gehört. Oha. 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 Unser Neureicher. Hä? Wer ist denn Neureich? Robert. Hat 2000 gewonnen. Ach so. Da. Jo. Jo. GZ, ne? Ey. Jetzt muss ich mal immer was im Shop gucken. So, wo muss ich jetzt hin? Jetzt 16. Haha.
Der Hund ist einfach nur die Härte, Alter. Der Hund ist einfach nur die Härte, Junge. Das ist okay, danke, Jo. Der kann aber einen Scheiß erzählen. Der alt von euch gelernt. Okay. Das war schon eine ausgewachsene, dicke, fette Kröte. Ist klar, Detlef. Hat er verstanden. Und Bauer muss er morgen los? Mhm. Oha. Katas. Wie weit bist du heute gekommen mit deinem Drill? Fertig. Oha. Das ah, das brauche ich noch gering. Ja, von morgen oder Abend. Ah. Und ging trotzdem, jo. Jo, hab gestaubt wie Bolle. Ja. Das glaub ich. Da brauchst du oben nur ein bisschen ankratzen, dann staubt er ja. Da schon. Sagte der Bauer heute auch zu uns. Wieso denn die Platten so weiße Punkte haben und so. Was ist da so ein leicht rot-orange irgendwie? Ja. Ich sag, das ist hier der Staub. Ja, der geregnet. Ich sag, ja, eben. Der Staub, der in der Luft jetzt ist. Ja. Konnte man dann jetzt so ein blödes Gerät zurückbringen?
Was hat einer? Ging das noch? Wie zurückbringen? Ja, das war ja gemietet hier. Muss man da auch ins Feld reinstehen und dann. Ah, alles klar. Hat er gefunden. Alles gut. Gleich wieder. Der kann gleich wieder da sein. Sollten sich bei mir hier im Kanal gerade der ein oder andere Zuschauer befinden, den ich vielleicht noch nicht begrüßt habe, auch euch einen guten Abend hier am Samstag. Ich bin heute zu Gast im ORNGBR. Wir sind unterwegs im LS17 auf der Silbersuse. Jo, Tag, Moin und so. Genau, das war das Oberlangohr sozusagen, das war Axel Mucki. Ich glaube, ich habe den Link hier auch noch drin, dass ihr uns beiden zugucken könnt. Das mit dem Oberlangohr hat mir gefallen. Ja, ich von meiner Seite kann dann auch noch mal sagen, hier ist ein Link von den Herrn Java. Und dann habe ich hier nochmal einen Link irgendwo. Ja, hier habe ich ihn. Zack. Da könnt ihr dann im Multistreaming. Ach nee, das war der. War das der? Nee, das war verkehrt. Ich muss ihn hier nochmal rausholen. Tütüm. Oh nee, Mucki, du musst den jetzt nicht rausholen. Nicht? Nee. Okay. Kann sich aber was einstellen, ne? Da ist er nochmal. Den könnt ihr uns beiden zuschauen. Ne? So. War der nicht am Dünnen? Dünn. Und gucke zwei Streams auf einmal. Boah. Habt ihr über Multistreams sehr schön auf Vierer gebracht? Und gucken. Ach nee, den habe ich auf dem anderen Desktop, den habe ich auf dem Handy. Reicht. Ich bin gestaunt, dass der Herr Detlef noch nicht mitbekommen hat. Der Level ist schon ein bisschen älter, ist die Leitung schon ein bisschen länger. Die Frage ist ja, was ich mitgekriegt haben soll. Im Chat. Chat ist der letzte Eintrag. Ah! Den hätte ich jetzt fast übersehen, ja.
Ja, ich hab den die ganze Streamy-Schicht auf dem zweiten Monitor. Und da ist der Chat ganz rechts. Und ganz rechts ist von meinem Momentchen Platz, wie ich sitze, am weitesten weg. Ach, du ahnst es. Und ich krieg das aber in den OBS oder in den Streamlabs OBS nicht umgestellt, dass ich den Chat auf der linken Seite habe. Stefan, guck mal, das Feld gegenüber vom Hof auf der anderen Straßenseite. Meiner Meinung nach auch unser, das ist auch leer. Das könntest, aber das ist, glaube ich, noch nicht gedüngt. Sonst ja, müsstest du Robert fragen, wo er gedüngt hat mittlerweile. Robert fährt Düngerstreuer. Ja, darum sagte ich ja, frag ihn doch mal. Ich bin jetzt bei Feld 12 angekommen. 53 ist gedüngt, 51 ist gedüngt, 52 ist gedüngt. 55 ist gedüngt, 16 und 40. Dünger Wetter. Da kommt die olle Düngerschleuder. Nehmen wir die bitte nicht. Das dauert ein paar Minuten. Mich gerade wie so, Flasche ist leer, reicht für heute. Ah, Matti, hallo und so. Oha, ich gucke in Chat und fahre schon halb durch den Rahmen. Vor Schreck, weil Matti reingekommen ist. Mhm. Oha, hat er wieder die Cam an? Och, dachte, wer ist am Schlafen, Bauer? Opiet-Bauer. Oh, ich kann zum TÜV. Deine Opiet und ich kann zum TÜV. Dann dürfen wir genau. Und einer will den TÜV-Rechnung bezahlen, weißt du ja, ne? Einer könnte sich mal noch einen Flug holen. Er wird Dünger holen, eben. Erstmal Ballen wegfahren. Oh, wo hast du Dünger geholt? Beim Händler. Also ATR, oder? Hm. Euer Lene flügelt mich ja hier dumm und dusselig. Ich hab mal auf die Hupe gedrückt. Ich auch. Ich hör die aber nicht. Ich hör die aber nicht. Weil ich keinen Ton hab. Immer noch nicht. Oh, Robert hat sich was Großes geholt. Hm? Alpha One 1709. Moin, mein Lieber. Ja, das ist, muss ich dazu sagen, ganz spontan passiert. Ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das ist eine Spontanidee gewesen, die am letzten Samstag bei der Langohren GbR aufkam und wo man mich gefragt hat, ob ich nicht mitmachen möchte. Und da habe ich schon mitgemacht und wir haben so viel Spaß gehabt auf der Silberhusum im 17er, weil wir gesagt haben, das muss wiederholt werden. Genau ja. Das passiert jetzt gerade. Wir machen da weiter, wo wir letzten Samstag aufgehört haben. Sind heute sogar einige Leute mehr auf dem Server. Von daher versuchen wir hier alles Mögliche auch in die Reihe zu kriegen. Wir haben jetzt die Droschen, jetzt sind wir dabei, Ballen zu pressen, die abzufahren. Die ersten Kollegen sind am Pflügen und Düngen. Also hier ist richtig was los. Und wir haben Spaß. Jeden. Aber sowas. Was? Ihr seht es ja als Spaß an, ihr sollt hier arbeiten, ihr faulen Hunde. Jetzt macht mal ein bisschen Lack hier, hier passiert ja anders. Mann. Sagt der, der irgendwo in der Ecke rumliegt, weißt du? Hat er blöd oder was? Ich bin schon am zweiten Feld. Hat er da eben rumgepiept oder? Ja, macht Ölwechsel nebenbei und alles. Ja. Nur, dass er mal unterm Träger liegen kann, einen Augenblick.
Der hat den Knick versteckt, weißt du. Hatta, Muki, hatta. Jo. Typ, du Junge. Frag mich, wo du mit den Ballenwagen steckst. Nee, ich bin auch schon unterwegs wieder. Im Ballenwagen. Geh mal davon aus, die... Ja, der hat sich bestimmt im Rundballen versteckt, wa? Ja. Ja, du liest da, weißt du. Alpha 1709 bastelt nun mit Blockbuster Gaming. Was macht der Bauer eigentlich? Alpha 1709, vielen lieben Dank für dein Follow. Hier mit zwei Düngekisten um eine Ecke. Fühl dich wie zu Hause. Benimm dich nicht so. Lass die Schuhe an. Wenn du was Warmes willst, nimm dir ein Bier. Wenn du was Kaltes willst, einen Kaffee. Der Spruch war nicht schlecht. Wir fahren hier mit zwei Düngerkisten durch die Kante, anstatt sich einer noch einen Flug mit. Wir fahren ja zwei mit Flug durch die Gegend, das geht ja auch nicht. Also mein schon lieber mal Stefan, du kannst den Matti gerne fragen, auf dem 17er auf unserer Karte, die wir da mal wirklich bis zur Vergasung gedaddelt haben, lügen durfte ich. Egal wie groß das Feld war. Keine Lust zu gehabt, oder? Naja, sagen wir mal so, Matti war halt der, der den Samen in die Erde gebracht hat. Da hab ich ihm nicht drin geredet. Ja, und beim Flügen war ich dann immer dabei. Ah. Hatte mir auch einen schönen Xerion dafür gegönnt. Ups. Ja. Und dann ging das schön auf Bahn für Bahn, Stunde um Stunde. Sogar auf der nordfriesischen Marsch vierfach das große Feld 45 daneben. Oben rechts. Hör ich da Mimi? Mucki, nee, Kandelin? Ah. Ja. Mucki, Kandelin, Feld. Boah, jetzt muss ich nicht. 24. 24, ja. Robert kauft sich Feld 24. Wie groß? Nee. Hatte Stefan das? Nee, wir haben das doch nachher irgendwie zusammen gehabt. Oder Tobi? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir doch da nachher drei Felder rausgemacht oder sowas. Nee, das war mein Feld Nummer 10. Oder 11. Und das war schon riesig. Wir drei, dann war Tobi, der sich das große gekauft hat. Auf jeden Fall war der ein paar Tage nicht da und wir beide haben das Feld dann mal eben abgedroschen. Da war Raps drauf. Alter. Zwei Tage. Und wie viel Hektar hat das? Der größte Feld über 100 Hektar. Ja, 120 oder irgend sowas. Ja. Das ist ungefähr so groß wie das Feld 45 auf deiner physischen Marsch. Du siehst da kein Ende. Zwei große Droscher, du siehst kein Ende. Also ich sag mal, ich glaube, das Dreschen und auch nachher das Stroh abfahren hab ich alleine gemacht. Ja, mein Lieben, komm mit drauf, ne? Schmeiß an die Hütte und dann hol da mit drauf hier. Komm in Discord rein, Discord, meine ich. Und dann. Aber bitte leise, Mann, ja? Ja, kannst ja vorher klopfen oder so. Wenn ihr in einem Discord die Tür knallt, bin ich dafür bin ich zuständig. Aber auch du darfst die Schuhe anlassen. Ey, Stefan, ziehst du die Schuhe wieder an? Das sind ja so brennende Augen. Ich bin ja hier zu Hause. Ich darf das. Aha. Hast du so einen sogenannten Darfschein oder was? Richtig. Vorzeigen. Der kann rumdarfen. Darfen.
Die 11 ist jetzt auch fertig. Eieiei. Die Presse ist unsere oder ist die Lean? Ich weiß, ich kriege öfter solche. Dafür kennt und liebt mich meine Kollegen. Geliehen. Oh, man konnte die auch so zurückgeben, wenn ich die doch nicht zum Händler bringe. Nee, geht nicht. Es sei denn, dann mach du. Ich weiß nicht. Warte mal. Ihr dürft ja alles und könnt ja alles eigentlich normalerweise. Ich habe außer automatisch aktivieren, habe ich alles angeschaltet. Ich warte mal, das klingt doch hoch irgendwo. Ah, Papst. Fahrzeug konnte. Detlef, kannst du mal abhängen? Ich bin noch nicht fertig. Ach so. Ich hab nur schon mal vorsichtshalber gefragt, weil ich auf der letzten Bahn bin. Mucki, du musst einfach, wenn du Garage, eigene Fahrzeuge, ja, hast du da oben die Pfeile nach links und rechts, die großen grünen. Und da ich den großen grünen einfach mal nach rechts geklickt und dann kommst du auf Gemietete. Ah. Wusste doch, irgendwie hinkt das doch. Oh, also mal, irgendwas ist bei dem Trecker kaputt, kann das sein? Wieso? Keine vernünftige U-Bohr, oder? Nee. Sonst ist doch das erste, wenn du einsteigst in so eine Karre, dann machst du da erstmal Klick. Und dann musst du doch erstmal gleich das erste eingeschaltet werden, als dann der Trecker gestartet. Er hat ja auch keine Runde umläutet, deshalb, was ja. Hat der keinen drauf, der Deutz? Nee. Oh, das ist natürlich blöd. Was schaffst du morgen, ne? Sagt der Bauer so, ja. Hat zu viel Korn in der Pulle. Ach, wenn da mal den Odin ist. Ja.
Ich habe eine Tasse jetzt. Weiß ich, könnt ihr das auch hören? Ja. Haben wir gerade gehört, deswegen sag ich ja, wenn da mal nicht Odin da ist. Nee, das, was ich jetzt gedrückt habe. Nee, das haben wir nie gehört, aber das riechen wir. Was hat denn der Matterich nur gesagt? Kommt er noch auf den Server oder wie? Ich habe keine Ahnung, er hat dann noch nicht mehr gestreamt. Bei mir jedenfalls. Jörg, habt ihr bei Messenger zurückgeschrieben und machen es doch lieber am Montag, wegen jetzt kommen meine Eltern hoch zum Rennen. Jo, gesehen. Alles klar, mach wie. Die können irgendwelche Sachen machen. Ja, hier L17 fertig. Die Karte, das ist ganz einfach. Gehst ins Spiel rein, gehst auf Mods. Ganz normal beim Spiel. Guckst bei den Mods Karte Sibbers Husum. Einmal runterladen und Abfahrt. Ey, die muss aber noch einen Motorordner packen. Nee, ja, die sich ja selber. Nee, wenn du das im Spiel machst, nicht. Achso. Ja, nee, denn nicht. Ja. Also hier liegt noch ein Haufen, das lohnt aber nicht mehr für einen Ballen. Ja, dann lass liegen die scheiß Haufen. Alles gut, Jesse, alles gut. Also ich sag mal, Download bei einer normalen Internetleitung 5 Minuten oder was? No. So, Presse ist wieder weg. Wie SCH? Mit SCH, ja. Wäsch. Wäsch. Hey Baba, my Wäsch. Quasi. Das ist ganz einfach gewesen. Detlef ist vom Feld gefahren, hat die Presse auf die Straße gestellt und hat gesagt, die ist weg. Ich hab's im Graben versenkt. Ah nee, das würde Maria wieder machen. Kram. Ich kenne da so eine Geschichte mit Kram. Die ewige Geschichte Graben. Und das ist so viel hat sich denn irgendjemand jetzt noch einen zweiten Flug geholt oder was? Nö, bis jetzt noch nicht. Und er ist hier gerade an mir vorbei, ihr Narren. Mui. Ach, meine Lieblingsmaschine. Amazone Chiron 200. Mika Meier, Mahlzeit. Moinsen. Hab's Tag und so. Ja, guten Abend und moin, Hugo Farm. Herzlich willkommen am Samstagabend um 11 Minuten nach 10. Pack für Möpse. Wir sind unterwegs, oder ich bin unterwegs heute, bin zu Gast bei der Langohren GbR. Ups. Oberlangohr ist mir hier gerade entgegengekommen. Wir sind unterwegs im LS17 auf der Sibbers Husum. Genau. Ja, wir haben Twitch-Farm bastelt nun mit. Blockbustler Gaming sagt herzlich willkommen. Was ist da? Twitch-Farm. Vielen lieben Dank für dein Follow. Mach's dir bequem. Fühl dich wie zu Hause. Benimm dich bitte nicht so. Lass die Schuhe an. Getränke findest du in der Küche. Wenn du was Warmes möchtest, nimm dir ein Bier. Und wenn du was Kaltes möchtest, einen Kaffee. Schön mit Balkon. Kaffee mit Balkon, ja, nee, ist klar.
ist ja so hinein dabei. Ja, ich hab's gehört. Huge Farm, alles klar. Knutsch Farm? Huge Farm? Huge. Huge. Englisch. Ah. Hallo, so. Pommes frites. Bauer, geh gleich die Ohren auf. Knutsch Farm, was? What? Kenn ich gar nicht. Wo ist die Knutsch Farm, Bauer? Ja. Wenn die Granatchen wieder groß. Aber wenn der da heute gewesen wäre, könnte er nicht mehr reden. Hätte da völlig wunde Lippen geschwollen. Ist dir mal aufgefallen, wie viel der Bauer bis jetzt geredet hat heute? Nicht so viel. Ja, ich hab schon überlegt, ob er krank ist. Ja, nee, der ist nicht krank. Der muss nachher noch auf der Couch. Bei mir und Mucki. Oha. Stefan, heute hast du Fußdienst, ne? Du Mucki macht das Massage, aber, ne? Ja, aber mit Hinterteil und so. Jetzt leg Bilder nicht los, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimme Bilder. Bauer, weil sich der Bauer erst auf den Rücken dreht. Ja, eben. Boah. Das ist ganz einfach. So. Boah, wer hat denn hier so ein dreckigen Fendt hingestellt? Der Chef. Ja, ich weiß nicht, den ist, glaube ich, zu verkaufen. Ich habe den erstmal auf Warteschleife gestellt. Ich habe mir einfach einen anderen gekauft. Ach so. Aha. Auch was Größeres. Nein, ich habe den hingestellt. Das sieht doch gut aus, wenn man zum Händler fährt. Aber ich glaube, ein Händler würde sowas nie so dreckig dahinstellen. Nee, deswegen ist er so eine Art Leittrecker, ne? Der ist immer unterwegs quasi. Sozusagen eine Lohndirne. So zum Abschrecken. Ne? Fängst du drüben an, Robert, oder hinten? Wir fangen drüben an. Ich hier nochmal was anderes mache, außer Ballen fahren. Aber ich hier nochmal was anderes mache, außer Flügen. Wollen wir tauschen? Nicht? Komm nicht. Ach, ich will mich ja gar nicht beschweren. Nicht? Wo tust du denn? Nee, der beschwert sich ja nicht bei euch. Der macht Mimimi auf ganz hohem Niveau. Achso. Ja. Er ist Chef, er darf das. Aber weil er darf das ausfiltern. Was? Warum darf der das? Weil er kann. Merk dir mal nach. Der und was können. Komisch, die Seltenheit habe ich noch nicht gefunden. Das hat er von dir letztens auch gesagt. Ja, ich weiß ja, dass der ja, redet ja nur. Das ist ja zu lang. Der redet ja nur so. Diese eine Passage. Oh, ist weißt du der Clip? Zwei Clips drüber. Weiß ich gar nicht. Ich hab zwei, also. Ach, ich hab mir die Clips von gestern noch ja nicht angeguckt, wisst ihr? Wollte ich heute eigentlich gemacht haben. aber weißt du, Detlef? Wir Ossis, ja? Wir können da so ganz dezent drüber weggucken. Das ist. Man könnte auch sagen, das geht uns am Arsch vorbei. Aha. Da kenne ich aber genug deiner Landsleute, denen sowas nicht am Arsch vorbei gehen würde. Ach doch. Ich weiß ja, von wem es kommt. Von daher. Oh. Wer schwankt, hat mehr vom Weg, ne? Oder wie war das? Ja. Hartgas um die Kurve. Meter schaffen hier. Ballen fahren wir nicht. Was, aber stoppen schon schnell an, ne? Na, geht doch, muss ich mal erst betteln. Da habe ich heute noch eine Probefahrt gemacht. Oha, mit Renault? Probefahrt gemacht. Mit was? Mit einem Elektrofahrrad. Ich bin noch nie ein Elektrofahrrad. Oha. Oder ein sogenanntes Pendelec oder so. Kann das angehen? Ja. Liegt? So mit halb Auto. Nee, mit halb. Ach, was weiß ich.
Ich bin sowas noch nie gefahren. Und dann hatte ich das irgendwie gesagt bei meinem Arbeitskollegen. Und dann sagt seine Frau, ja, hier, fahr doch mal. Jo, könnte ich ja mal machen. So ein Ding geht ja richtig ab, ne? Mhm. Aber sowas von, ey. Da war ich erschrocken. Ich hatte so ganz leicht nur mit, also sie hatte auf Halblast gemacht. Oder Halbunterstützung irgendwie. Das kannst du wohl vorgeben. Und dann hatte ich da mal ein bisschen über 31 km/h mal kurz drauf. Hm. Das ging aber richtig vorwärts. Ohne treten. Ganz leicht habe ich nur so mitgetreten, so Deko-treten. Deko-treten. So, und dann ging ja auch noch ein bisschen Berg ab, ne? Und Rückenwind, Kneipe voraus. Genau, und dann bin ich so 200 Meter gefahren, geht er da so ein bisschen bergab und bin wieder umgedreht und dann wieder los und dann geht er so leicht berghoch und da habe ich dann, ja, ich sag mal so, ganz gemütlich getreten und bin dann so 23, 24 gefahren. Berg. Das war irgendwie so, ist hier ein Berg? Ja, ich hatte auch mal so ein E-Bike-Gedöns da vom Mercedes gekriegt. Habe ich noch nie. Vorher auch nie irgendwie gefahren. Gesehen, okay. Ja, mehrfach, aber. Ich hatte mal eins vom Mercedes gekriegt. Die hatten da auch so ein Ding da. Da fahre ich ja mit meinem normalen Fahrrad schneller. Weil das gewerblich ist und dann dürfen die Dinger nicht schneller als 25 fahren. Ja. Ja, normalerweise brauchst du dann ja Moped-Stein. Was hatte sie jetzt gesagt? Dies ist ja jetzt ein Pendelec oder so? Oder Pendelec irgendwie so. Und da brauchst du kein Nummernschild. Und dann gibt's ja ein Elektrofahrrad. Mhm. Da brauchst du dann ein Nummernschild für. Und das auch nur 25 fahren. So. Das andere ist ja unterstützt. Und dann kommst du ja auch über 25. Mhm. Aber brauchst kein Nummernschild. Ja, ich hab so ein E-Bike da mit 25 km/h, Junge. Da fahr ich ja mit meinem normalen Fahrrad schneller. Also schnellst mit dem E-Bike bin ich schon fast 50 gefahren. Bergab. Ja, sagt sie, da hat sie auch schon hingekriegt. Aber sagt sie, da muss man auch erstmal ein bisschen. Wenn du das nicht kennst und so. Weil sie hat das Fahrrad ja jetzt. Seit, weiß nicht, März oder so. Hatte sie das Gebrauch gekauft, ne? Für. Ja, wenig. War irgendwie ein Jahr alt oder so. Und. Jetzt hat sie irgendwie ein bisschen über 300 Kilometer gefahren oder so. Jetzt erst die. Letzten paar Wochen. Sie hat ja erst mit angefangen. Und die reist dann mal so bis zu 50 Kilometer am Tag weg, ne? Also. Kriegst du vollkommen hin. Kein Ding, sagt sie. Du hattest das Arbeitskollege von mir ist die Jahren in Rentieren. Seitdem fast nur noch mit dem Fahrrad unterwegs. Der reist Tag und Tag. Wenn er unterwegs ist. Zwischen 150 und einfach. Das ist stattlich. Ja gut, wenn du nachher in Übung bist und so, dann lachst du irgendwann drüber kaputt, ne? Das ist der richtige, aber ja, das sind Tour de France Etappen. Ja, ja. Ja. Klar. Ja, mein Ex-Nachbar. Der ist ja Rennradfahrer. Der fährt ja auch, oder fliegt ja auch dieses Jahr nicht. Mallorca. Und dann kurft er da in Mallorca rum. Ja gut, den macht ja mittlerweile fast jeder. Das machen sie schon jahrelang, ne? Und dann machen sie auch Berg. Tag. Wo sie dann da einen Berg hochkraxeln. Ey.
Das machen die dann meistens immer erst so ziemlich zum Ende. Was sagt er, wenn du die Etappe hinter dir hast, dann bist du auch nur durch. Aber du siehst Mallorca natürlich durch eine andere Perspektive dann, ne? So mit dem Fahrrad. Der reist dann auch immer mal so 150 bis 200 Kilometer reist er dann weg. Der zwischendurch dann mal fährt. Jo, denk mal nächstes Wochenende mal die vielleicht wieder. Als Training. Huge Farm, das ist LS17 und die Karte gibt's ja nur im 17er. Die habe ich im 19er bisher noch nicht gesehen. Das ist die Karte Sibbers Museum. Nein, die soll aber noch kommen. Die soll aber, hast du vielleicht gerade gehört, die soll wohl aber für den 19er noch kommen. Jo, Madi. Alles gut. Mach's nächstes Mal mit. Jo, mach ich mal öfters. Wir können das ja mal so festhalten. Kann man doch ruhig auf Samstags einpegeln. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Also, dass wir da mal Samstags festhalten. Jo. Und dann müssen wir sagen, wir haben keinen Bock mehr. Vielleicht wechseln wir ja auch nochmal eine Karte. Kann auch sein. Aber die mir würde auch spontan eine einfallen, falls das geplant sein sollte. Nö, erstmal noch nicht. Man kann das auch noch weiter tüdeln. Hier könnte sich ja auch jeder noch T-Max One Case. Danke fürs Folgen. Vielen lieben Dank. Moin Sam. Napsa. Moin. Herzlich willkommen bei die Langohrens. Ne? Nur die mit den langen Ohren dran. Diese, wie heißen die noch? Muckis. Aufpassen, nicht, dass er den neuen Mitarbeiter einstellt, der Mutuku Watumba heißt. Das ist nämlich vom Stamme der Langschwanzwart. Oh, diese Bilder. Oh, Graben. Autsch. Ich bin immer wieder. Ich bin aber zwischen rausgekommen. Oh, einer mit Würzenkratzer. Hm? Ah, aha. Hä? Aha. Sag ich mit Bauer sein Stream heute? Ja, Kaltstart, oder? Mhm. Kaltstart ist heute. Ich hab mal meine Vermutung, wenn ich die hinsehen kann. So, oder wir reden noch in dem alten Laptop eine Landwirtschafts-CD drin, aber in dem Acer. Wenn es die da drin genau, nächstes Mal spielt Iris dann noch mit. Ne, wir haben die zweite CD nicht da. Wir wissen nicht, wo die zweite CD ist. Das war die Mutter. Ich kann ja nicht wegsehen. Ich finde unsere zweite 17er CD nicht. Ne, da habe ich schon geguckt. Max unterstrich on unterstrich Kies bastelt nun mit.
Blockbuster Gaming sagt, oh. Herzlich willkommen. Welcher Knopf hat das jetzt? T-Max von Keith. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Vielen Dank für dein Follow. Was? Mach es dir bequem. Fühl dich wie zu Hause. Benimm dich bitte nicht so. Lass die Schuhe an. Getränke gibt's in der Küche. Wenn du was Kaltes möchtest, nimm dir einen Kaffee und wenn du was Warmes willst, ein Bier. Oha, Harry. Ja, und hier bei uns, na, was heißt bei uns? In der Nähe, sag ich mal, Richtung Kiel hoch, meine ich, war das? Weiß ja nicht, in der Nähe, das ja. Naja, auf jeden Fall in Schleswig-Holstein, so. Da ist von der Biogasanlage so ein Ding da hochgegangen. Oh, na, diese Plastik. So ein, ja, diese. Oben ist doch dieses Plastik drauf, ne? Diese. Ja, diese Vakuumbehälter. Ja, ja, so ein Ding. So ein Ding ist hier explodiert. So war ja nicht hier heiße Stimmung. Das kommt bestimmt gut. Das knallt bestimmt richtig. Wenn der Dach da abhebt, Junge. Und ich weiß nicht, das ist wohl auch angefangen zu brennen. Auf jeden Fall will die Feuerwehr dann auch wieder. Ich hatte es nur im Radio gehört, irgendwie. Habe ich das gehört gestern? Oder heute Morgen? Irgendwie so. Das ist deutlich. Der tippt auf jeden Fall einen Rucks. Ja, und zwei Dörfer weiter ist heute ein Haus abgebrannt. Großes Bauernhaus. Moin Jens, doch, das ist so. In den anderen beiden steht man nicht drin. Jauche. Moin Jens. Gülleschiebe. Tech und so. Nee, der hat Weiß verdroschen. Ach. Ah, den haben sie heute auch als Lohndirne eingestellt. Hatte man mir ja auch angeboten. Da ich aber die beiden DLCs nicht habe, hatte sich das Thema erledigt. Also bin ich mit dem Fendt am Flügen. Ich flüge mit Newton-Trecker. Seht ihr? Na aber. 150 PS, Junge. Läuft. Den mit den roten Felgen. Echt. Vollgummireifen. Und der Hasensprungfederfederung. Schaltung, meine ich. Und Jens, habt ihr den Mais fertig? Ach, ich sehe, was du meinst, ja. Müsste ich die Schrift verkleinern? Das wäre noch eine Alternative, aber danke für den Hinweis, denn guck ich mal, dass ich die Schrift etwas kleiner kriege dafür. In 17er hatten wir einen Russen, Alter, der war geil. Der hat alles gekriegt, alles. Und zu denken, was er wollte, der hat alles weggezerrt. Ja, Bauer ist abgekämpft, ne? Deswegen ist er so ruhig. Ja.
Der hatte doch den ganzen Tag auf dem Acker sprichwörtlich nur die Eier geschaukelt. Nee. Aber schön Radio angehabt. Auch nicht. Nicht? Nein. So, guck mal, Jens, jetzt ist besser, ne? Hast du kein Radio an auf dem Träger? Nö. Nur wenn ich grummer und tu anderes. Wo mir Scheibe geht, das nicht. Nee, da will ich reingehen. Ego. Ich hab heute sogar für, ja, was waren das? 800 Meter Radio angeschaltet vom Radlader. Also wenn du die Radladertür auf hast, Vollgas, hörst du nicht mehr viel. Und wenn du dann noch Radio ein bisschen Vollgas anmachst, dann hörst du wenigstens ein bisschen Radio noch. Müsstest du denn nicht rein theoretisch mit die Hörschutz fahren? Ja. Nö. Ja, was hat er? 94. Alter, Detlef hat er da gemacht. Der hat die Ohrenecken rumgeklappt. Die Ohren hinten ist da rumgeklappt und dann drin gesteckt in den Ohren. Und schon hat er den Hörschutz gehabt. Ich hab die Lauscher. Lange Ohren hättet, ja. Ich habe einen halben Gehörschutz gemacht. Ein Ohr unten gelassen, eins hoch. Ne? Oh. Direkt vor die Box vom Radio. Und so habe ich dann Musik gehört. Und habe von dem Lärm nichts mehr gehört. Ne? Ganz einfach. Oh Mann, ey. Das schafft keiner, Matti, ihr weißt du. Ja. Das kann nur der Einzigartige. Ja. Vor allen Dingen müsste ich dann ja auch Schlüter fahren, sonst geht das ja gar nicht. Nee, das war mit ihr jetzt. Ich glaube, Schlüter haben wir hier noch im Angebot hier. Schlüter? Na, dann kann ich den Schlüter hier sehen, beim Händler? Nee. Da hast du dich vertriebelt. Ich glaube, das nicht. Zwei Ballen noch? Wow. Ich war verrückt. Sehr froh sehen. Meinst du, so ist besser, Jens? Wieso muss der noch verrückt werden? Ja, jetzt nicht verstört. Das können wir schnell ändern, Buggy, weißt du? Was können wir ändern? Was du verrückt wärst. Gib mir 2 Minuten. Krieg Angst. Ich trinke immer noch einen Schluck. Ich muss mit Leuten was zu trinken. Ja, trink mal noch einen Schluck, dann sieht die Welt hinterher nicht mehr ganz so dunkel aus. Ja. Oh ja, ist viel heller geworden. Ja. Wenn Robert mit dem Dampfer mal kommt. Hm. Was macht Robert eigentlich? Ist er noch am Düngen? Flügen. Sind jetzt alle am Flügen oder sehe ich das irgendwie verkehrt? Sie sind jetzt alle am Flügen. So. Ich sehe da schon daher. Hof, 7 Flüge, 1 Trecker. Schaffen nichts weg, weil jeder zieht seinen Flug selber zu Fuß. Die haben noch 3 andere Flüge gekauft, haben gedacht, das geht schneller, aber nö. Oh Mann, ey. Oh, wir müssen eigentlich was mit Viechern machen. Wir machen einen Viehwagen. Oh. Jo. Und ich bin der Meinung, die Milchviehanlage ist hier die Straße durch.
wo wir jetzt einen Keller hinten sind. Wenn ich da in die Richtung, wo du jetzt fährst, da hinten weiter so halb links, so auf meiner Höhe, sag ich mal, geradeaus durch, wo ich jetzt bin, da hinten kommt irgendein Gebäude. Hinter dem Wäldchen ist es. Ich war da schon. Wir haben noch am Flügen, Matti. Erstmal eine Sache fertig machen, dann gehen wir in die nächste Sache. Wie, wollt ihr schon wieder ins Herreninfektionsgeschäft? Hat er gedacht, sind fertig oder wie? Ja, das mit dem Denken ist so eine Sache. Ja. Power? Oder nicht? Frau Axel, man merkt manchmal, dass deine Maschine ganz schön Probleme mit der Rechnerei hat schon. Der Flug auf immer 3 Meter hinterm Schlepper. Hatte ich auch gerade. Ja. Sah lustig aus. Aber das ist ein Zeichen dafür, dass die Maschine gut zu tun hat. Obwohl der Rechner läuft ganz gemütlich durch. So, aber Ina hat was von Trinken jetzt. Cola Cola ist im Angebot. Yippie! Ja! Gehört? Hä? Gehört? Nö. Warte. Jetzt. Ah. Ach nee. Wir haben Hintergrundlurker. Hintergrundlurker? Mhm. So von wegen plopp, 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 plopp und so, ne? Ah, hier, die Geschichte. Ja, genau. Und dann... Oh, Flasche doch schon wieder leer. Scheiße, ey. Fahr doch zum Händler hin. Odin, du olle Schabracke. Was ist los? Ja, genau du. Ne, was? Red die von mir? Ne. Wer war ich? Wie können die mich denn jetzt sehen? Ich bin gleich da. Alter, wie Kuhschube. Tauch nix, weg damit. Keine gehört. Aber kein Sound. Ah, cool. Immer noch nicht. Was du willst? Ich will ein anderer. Ja. Du bist ein anderer? Ah, so. Tür des Schiff schon leer, oder was? Die Geschütze wird ja schon mal nach Arbeit. Boah.
Das würde ja aber heißen, ich habe einmal vergessen zu drehen, Jens. Nee, liegt noch so da, oha. Odin, hier, falls du willst und möchtest und darfst und... Trab an, ja, Odin, los. Dann hast du ein Doppeldingens. Womens, Pinörgens. Und auf Verdacht tun wir moin Odin. Bitte? So, den Lied werden. Achso. Ja. Aber dir gesagt, ich hätte eine Strophe mitgesungen. war du falsch checkst den, ne? Nee, Mugi hat den Text vergessen. Ach, ne, stell dich dann an Kasse. Moin, das ist ein Nieren, Odin. Fertig, Mann. Oh. Der hat auch nix, du. Nix hat er. Einmal mit Personal, ja. Das ist doch nur CD ringeschmissen. Einmal kurz Silbersusung gesaugt. Hat neues Patch kurz drauf Silbersusung gesaugt? Und dann. Oh. So, ich wollte. Nein. Weil ihr alle am Flügen seid. Fliegst du oder ein bisschen? Hatte ich so gedacht. Siehste. Alles klar. Da war wieder Muckis altbekannter Fehler. Ja, das bedenkt. Ich kann auch einen Grubber nehmen und mach das nochmal schön glatt. Ja, na klar. Fit. Dann können wir auch mit der Alien drüber fahren, damit es aber auch wirklich 100% jetzt Saatbeet ist. Ja. Ja, so muss es ja sein. Eben. Ober oder Ecke muss auf alle Fälle noch. Oha. Wir können auch einfach vor der Drehmaschine eine Kreise hier. Genau. Hat denselben Effekt. Hat sie einen Knopf an der Backe hängen, dann merkst du, wie schwer Musik ist. Ah. Ist klar, der Klavier. Wenn Klavier dran hängt, auf jeden Fall. Moin jetzt! Ach nee! So jetzt hier auch nochmal moin in die BGA Sprenger, alles fit? Boah. Eins fit, und so. Und bei dir so? Schlüpper passt wieder, oder? Geht mir der Deckel auf. N. Oha. Lass also hängen. Schlimmer passt nicht. Schlimmer wird seit neuestem weggelassen. Ich meine, selbst irgendwann nach 3-4 Mal drehen vom Schlubber, dann würde ich den auch nicht mehr anziehen. Ne? Der wird getauscht. Und da ja noch nicht Weihnachten ist und die anderen Klamotten auch noch nicht alle aufgetragen sind, so dass man meint, man könnte die vielleicht mal waschen. kann man den Schlüpper dann auch weglassen, weil es ja eh warm, ne? Also es geht. So, den Rest machen die Fliegen. Der kann und so. Sehr gut. Blink an und... Müssen wir mal oben Plan gucken. Ich will schon wieder rumplanen hier, du. Oh, Leute. Die 40 habt ihr voll vergessen, ne? Kann's sein?
Was, die 50 sind noch reiseweit. Fangen wir einfach auf der 55 mit Gras an, Mucki. Die 40 ist fertig. Ja, und ich muss die Versicherung. Klar. Aber die 40 ist fertig, ja. Achso, die waren nur gegrubbert. Wer ist denn hier schon wieder? Ah. Oh, Sprit sparen. Das ist ja cool. Aber Roma, so geht das nicht. Du willst die Zylinderlampe machen, ne? Ey, Spritzplan. Das ist cool. Pass auf, gleich mich Roma links ab. Dann muss ich ja wieder umdrehen. Wegen... Boah, alter Schwede. Was geht denn nun los hier? Warte mal, ich muss mal... Obszöner Anruf, es ist kurz vor 11. Ich will erstmal eine Runde hier orgeln, Alter. Verstehen Sie den Spaß? Das. Kirchenorgel. Ich mache jetzt hier erstmal schnell. Was soll ich hier hinten reinmachen? Wo denn? Wo ist denn hier hinten? Feld 40. Ist das Feld 40? Ja. Jo. Wer ist hier hinten genau auf dem Weg? Ja, der macht doch die 40 und 55, die sind nicht so groß. Lohnt sich da kaum mit dem Droscher rauszufahren, macht da Wiesen draus und die anderen Felder machen wir Getreide und so ein Scheiß. Würde ich jetzt sagen, wenn andere eine andere Meinung haben, können sie die ja noch äußern. Ich würde mal sagen, da wo jetzt Getreide drauf war, würde ich nicht unbedingt wieder Getreide drauf machen. Das wäre ja Monokultur, das ist nicht ganz so gut. Aber ich bin nur ein Stadtkind, ich habe keine Ahnung von. Monokultur ist. Genau, machen wir diesen drauf und schicken wir den Profi nochmal rauf. Würde sagen. Detlef, ne? Bitte? Detlef mit dem Profi-Hopper. Jo. Jo. Detlef, sein Profi-Hopper ist ein bisschen größer. Ne, ich hab einen kleinen und einen großen. Also. Aber ich da an diesen Krone denk, ne? Einmal den Krone, ja. Special Edition und der Amazon und Profi Hopper so Special Edition. 10 Kilometer fahren und dann mal leer machen. So in etwa. Und dann kommst du ja zu nichts. Ah. Und stinken tut er auch noch. Das ist eine Sache der Körperpflege, wenn deiner stinkt. Lord, vielen Dank für deinen Host. Schönen guten Abend. Moin Lord. Moin. Moin. Lord, alles gut? Ja, Maddie, du Eimer. Also ich wäre ja dafür, wir besorgen uns fürs nächste Mal Eimer. Und da wo wir jetzt sehen und so, da muss ja noch Gülle drauf.
Und das ist doch keine Sorge. Den muss aber Strohhalme dazu nehmen. Ja, wir müssen ja ansaugen. Ne? Damit die Pumpe funktioniert. Und dann tragen wir Gülle mit dem Eimer aus. Dann bringen wir die aus. Ne? Genau, mein Gedanke, Robert. Da bin ich raus. Mir scheint es so, als wäre bei Mucki irgendwo was im Eimer. Ja, ja klar, ja, ganz ja. Was. Ich weiß das ja auch nicht. Oh, ich drücke hier immer einen verkehrten Knopf. Das kann doch nicht angehen. Mensch. Was kann er? Nix kann er. Nicht viel. Und davon sehr viel. Oh ja, die Gülle fahre ich dann. Mit Bauer zusammen. Jens meint gerade Matti, der Hühnerschrecker. Hier schreibel ich, ja. Ja. Aber du hast keine Probleme also mit nicht so Eiern. Hier, ne? Da musst du dich mit Matti unterhalten. Ich glaube, er kann dir was erzählen zu grünen Eiern und Hühnern. Und so. Ja. Aber ich habe heute hier hingeguckt auf Twitch, ja. Ach ey. Ja, ich glaube, so ich glaube Milo? Bitte? Ja, erzähl erstmal zu Ende, Chef. Der hat auch zwei so eine Hühnermobile. Ja. Und der nimmt die Eier dann von außen so. Da hat er so zwei so eine Etagen drin. Ja. Da klappt er dann so runter. Ich weiß nicht, ob das so annähernd dieselben sind wie hier. Weiß ich nicht. Nee, das ist nicht. Und da hat der. Also, ich fand das cool. Oh. Wisst ihr, was der da so als Unterlage drin hat, wo die da drinnen sitzen und ihre Eier drin belegen? Spelzen doch. Dinkelspelze, ja. Dinkelspelze, ja. Fand ich cool. Finde ich nicht schlecht. Oh Lord, ich kann einiges. Zum Beispiel kann ich die Luft zum Stinken bringen. Oh, das mit eingerollt. Den zauberst du ja, Bubi. Ja. Aber du, glaube, Matti hat auch irgendwo dran geschnuppert. Der hat hier bei uns geschrieben, Matti ist der Frauenheld. Oh. Ah, ja. Ich halte mich da raus. Frauenheld des Federviehs? Oder wie? Bitte sagen Sie jetzt nichts, jetzt, Hildegard. Jetzt kriegt Bauer ernstzunehmende Konkurrenz. Definitiv. Ich sehe schon das demnächst. Bauer und Matti kackeln um die Wette. Sitzen in einem Raum und fachsimpeln. Übers Hühnern. Wer die dicksten Eier hat, ne? Ja, genau. Bauer sagt, meine Eier sind ganz braun. Ja, und Matti sagt, seine sind grün. Ja, siehst du. Auf jeden Fall sind sie Pede vorbereitet für Ostern. Ja. Ja, sie haben bloß Kinder, die Eier ausbläst. Ja. Oh. Spaß beim Suchen. Wie gehen eigentlich deine Eier auszublasen? Jens hat es bei mir im Chat auf den Punkt gebracht. Ach Mann! Schlepphoden. Ach Mann. Ey. Ja, Bauer sein Alter ist das schon denkbar. Denn er hat halt so viel Fanta getrunken. Abends Fanta-Mums. Hat er nicht genau nur, oder? Davon träumst du vielleicht. Was ist denn hier los jetzt? Scheiße! Scheißendreck! Der kann scheiß Dreck. Gut, heute hält sich der Bauer zurück, fällt Mucki mit dem Mister. So eine Fucke, Facke, Fick. Ja, sowas. Sowas hat Sindika vorhin gebracht, so ein Song. Nachmittags um 4. Fick und fertig. Ja, so in etwa. Fick und fertig.
Wobei, das war ja, wie hieß er? Loromil oder so, ne? Nee, Naromol. Naromol, genau. Kurze Frage, habt ihr schon mitbekommen, dass die Zeit auf 15 läuft? Nee. Mhm. Muss Mugi machen, ich kann nicht. Du musst nicht zum Arzt gehen. F. So, ich verabschiede mich für heute und bis morgen. Schleppen Sie out. Ja, bis morgen, Madi. Madi, raus da. Komm gut zu liegen, ne? Hände über die Bettdecke. Denk nicht so viel über das Hühnern nach. Ich meine über deine Damen nach. Ne? Und dann... Du weißt, was zu machen ist, ne? Augen zu, schlafen. Ne? Nicht wie der Henne unter die Decke und... Ne? Auf und nieder immer wieder, weißt du? Da wart wieder. Der Invalide spricht Jan vom Krieg. Mucki. Oh, alles gut. Es gibt wieder Wurmel um da. Der kann. Ja. Keine Ahnung. Was? Seetank? Ja. Und weg und tschüss. Bis dann. Jo, sind gedönert. Der kann schön nachquatschen. Jo, das steckt an. Der kann anstecken sein. Das ist wie. Oh, wah. Oh, wah. Ich werde was mit dem Orbach. Robert, oh, was fällt uns dazu? Robert, was fällt uns dazu ein? Kein Kommentar heute mehr. Alter, Katastrophe. Jetzt fängt der auch damit an. Weißt du? Schön nachgeschnackt. Mucki. Scharnauze? Aber sowas von Scharnauze. Typ, du. Hey Lord, ja? Komm bitte so rüber, sonst kommt ja anders. What, what? Die können sich hin und her kommen. Oh. Diese Bilder, ne? Ganz schlimm, ganz schlimm. Katzenbabys, Hundewelpen, Hundewelpen, Katzenbabys, rosa Elefanten. Wo wir wieder beim Thema sind, ne? Wie war das? Hä? Wie war das noch? Ich krieg das gerade nicht zusammen, warte mal, ich krieg den Anfang gerade nicht. Stefan, sag mal, wie war das? Ich weiß jetzt nicht, was du hinaus willst, ich stehe im Schlau. Achso, du musst dir einfach vorstellen, wie die Mutter deiner Frau nackt aussieht. Ja, schon genau wieder, so. Wieder. Ja, du weißt ja, der Weg zur Tochter führt über die Schwiegermutter, ja. Eben. Oh, Stefan. Oh, okay. Ich sag jetzt, wo's den kennst du nicht? Mal gehört. Hat der Stefan schlecht gepuppert? Nö, kann ich eigentlich nicht sagen. Ihr Lieben, ihr merkt, lustige Nummer hier heute.
Wie gesagt, ich bin zu Gast bei der Langmann GbR in der Silberhusum. Jo. Ich geflüge, desto gerader werden die Bahn. Und das ohne GPS. Oh. Jo. Siehst du, also brauchen wir nicht. Mit GPS fliegen kann ja auch jeder Idiot. Eben. Ist ja langweilig. Ah, hilfreich ist er trotzdem. Ich will das aber. Ich will die Wut. Ja, doch. Ja? Echt? Ach. Los. Ja, also ich würde wirklich überlegen, ob wir hier irgendwelche Erdfrüchte reinhauen in die Felder. Eine braune Weiße und eine schwarze Weiße. Nö, den machen wir nicht. Überhaupt da will. Wir haben liegen. Was ist, sind das nur die Standardfrüchte? Ich glaube ja, ne? Ja. Mogi, machen wir mal eine Rübenparty heute. Kennen wir uns doch mal aus mit Rübenparten. Nein. Denn wir haben noch von sämtlichen Feldern haben wir da Getreide geholt, oder? Hatten wir eins, wo Mais bei war. Nee. Wir können natürlich auch Mais. Ja. Maisparty. Maisparty. So. Feld Nummer 50 meint ihr noch mit krass? 55. Achso. Er fährt auf den Strich, auf dem weißen Strich. Er fährt mit seinem Pferd auf dem weißen Strich. Er nahm dafür kein Geld. Oh. Ich bin verkehrt gefahren. In Gräben. Siehst du, jetzt wird nach Hasennavi 1.0 genommen, wäre das nicht passiert. Ja, Softwarefehler, ne? Bitte legen Sie die CD rum andersrum rein. Hm. Ja, und dann macht er das. War alles kaputt. Muss ich erstmal eine neue CD bestellen. Na, wegen AOL und so. Ne?
Genau. War das mein Diskettenlaufwerk? Stimmt. Floppy, ne? Jo. Ja, Floppy. Floppy. Was? Das ist so genial. Ja. Immer so geil, dass man das jetzt schon fast wieder hören müsste. Ich bewundere den Hotline-Mitter. Ja. Ja. Der hat auch gedacht, der ist im verkehrten Film. Ich muss mal kurz anhalten. Gleich wieder da. Erfolg. Discord schon abgeschissen, ne? Nein, ist er nicht. Hä? What? Robust. Robust. Der kann saufen, Alter. Ach, ja, da dran, dass hier so viel gesoffen wird, ist ja der Bauer schon. Ob wir anwesend? Das war vorher nämlich auch nicht so. Hm? Was? Ah. Ich glaub, der ist eingepinnt. Aber bist du schön eingegangen, ja? Scheiße, Alter. Jetzt hätte ich Radio geknallt müssen. Mit Eck viel Ärger mitkriegen müssen, Alter. Das wäre doch eine willkommene Retourkutsche gewesen. Aua. Du hast noch was am Mund. Wisch mal weg. Ist so Schaum, Bugi. Ist so Schaum. Toll, gut. Sofort erschießen. Ja. Ja. Früher haben sie so eine Leute ertränkt. Haben geguckt, ob er wirklich tot ist. Erschießen, vergaren, verteilen und ertränken. Und Federn, Federn. Damit wären wir wieder beim Hühner. Nimm mal Gänsefedern. Oh.
Odin. Odin, du olle Kartoffel. Kommen Sie gut zu liegen, ne? Schlimmsiger Bagger, ne? Der Bagger von da hinten, ne? Und hier bei 99 wechseln, ne? Odin? No, sonst gibt's die 10 nicht. Ja, oder Eiersalat. Ne? Hm. Aber nur mit Kapern. Schlöten sie gaut. Hau rein, erstmal macht nix. Oder was schnell? Mhm. Haust du, ne? Oh, was? Erstmal, ne? So. Merke. Ne? Oh. Aua. Genau, aura. Ich muss sagen, die Drille, die beißt ganz gut was weg. Hm. Meinst du? Mhm. Bauer, hör auf zu schnacken jetzt hier. Wann muss denn morgen los? 9. Um 9. Das ist ja. Wieder ein Feierabend. Nach dem Aufstehen. Jo. Ja, gib den Leuten einen Flug und schon sind sie ruhig, ne? Wie beim Baby ein Schnuller im Hals. Ja, heute passiert wenigstens noch. Ja. Einfach nur abgenibbelt und dann. Yeah.
der Bauer zocken mit. So, was drücken wir denn mal hier rein? Nur Mais, alles nur Mais. Dann brauche ich eine andere Drille. Machen wir von die Bonne mit die Säure. Ja. Das ist Mugis Bank arm. Jo, aber sowas von. Oha! Yo. Da fuhr gerade ein Detlef. Ja. Ich hatte gerade keine Finger frei für die Hupe. Das gibt hier so einen Link. Irgendwo. Ich kann mal sagen, die Wasser ist voll, so wie das klang gerade, Stefan. Da könnt ihr mal gucken. Könnt ihr uns beiden zuschauen? Ne? Und dann sage ich mal allgemein einen schönen guten Abend, kann man noch fast sagen, ne? Jo. Jo. Ich hab Standchen. Ich schmeiß ich auch alle nochmal so aufs Feld. Ich auch, Verbindung zu viel verloren. Oha. Soweit bin ich noch nicht, aber jetzt. Ich speier mal. Der kann einfach gehen. Mucki kann uns einfach rausschmeißen. Ja. Hä? Ja, du bist spiellos. So. Also ist bei dir irgendwann in Ordnung, wenn wir alle raus sind. Ich bin ja noch drauf. Könnte das sein, dass du ein Internetproblem hast? Nee, dann würden wir dich auch nicht hören. Okay. Jetzt ist Mui auch weg. Ich wollte gerade sagen, weil du bist nicht da. Ich bin da. Ja, aber dein Twitch hat aufgegeben. Ja, aber dein Spiel ist nicht da. Twitch hat auch aufgegeben. Also ich bin noch auf dem Server drauf. Discord bin ich auch voll da. Dein Spiel ist trotzdem nicht da, Muffi. Würde ich auch mal sagen.
Ja, kleinen Moment Geduld, meine Lieben. Ach ja. Ja. Aha. Das ist nicht der Bauer wie ein Kenner. Nee, das ist nicht. Das ist nicht unser Bauer. Ich will unser Bauer zurück. Er ist langweilig, der Typ, der hier sitzt. Der ist voll öde, der Typ. Ist bestimmt auch ein Wessi. Ja. Und dann macht der auch nach Ja und sowas. Boah. Gib mir bloß unseren Bauern zurück, Alter. Nee. Bei dir, Typ, du. Boah, was ist denn los? Werd mal ein bisschen wach hier. Alter Schnapsdose. Was? Wo ist das gerade so? Sitzt hier jedes Mal im Düster? Auch kein Licht, für was denn? Davon lässt sein Geist leuchten. Mhm. Mach doch wenigstens die Kerze an. Ein bisschen Licht hier, wenn du Bock in Licht. Wofür? Ne? Na, komm her. Dementsprechend sieht es da denn auch immer aus. Mit relativ viel geschafft. Kühe, Schweine, Hühner, Schafe. Also kann ich die großen Bullen nehmen, wie kann ich ja denn Tickets auch. Okay, wegmachen. Kein Schlag. Ich brauche ja nicht, weil die bringen mir eh nichts. Doch, kannst du weg. Kann ich nicht. Klar kannst du die Bullen auch melken. Ist eklig. Warum bin ich jetzt so eklig? Sonst beschwerst du dich auch nicht. So nicht übernehmlich. Ich wusste ja nicht, dass du ein Bulle bist und Mu machst. Kann ich dir beim nächsten Mal zeigen. Eher wohl ein Schwein, weil du Runzen tust. Kann ich dir beim nächsten Mal zeigen, mein Freund. Tag.
Pass auf, Akak rüber. Was denn? Ah, jetzt geht's. Luft ins Schlafzimmer ziehen lassen. So, ein bisschen auch und dann. Ja, Leute, ich hab keine Ahnung, was das war. Ja, ich mach einfach ein Spiel erstmal aus. Ja, nach. Ja, weiß ich, soll ich nochmal wieder anmachen oder was? Also, ich würde das Feld schon gerne noch fertig machen. Fertig machen? Ja, die sind ja noch anderthalb Bahnen oder so. Also, ich würde ansonsten so runterbleiben. Ja, ich auch. Okay. Ich denke, wir haben heute die ganze Zeit weggeprügelt. Bin ich mal der Meinung. Also den darf ich nochmal anmachen, oder was? Ja, in 10 Minuten oder so. Maximal. Ja. Weil wie gesagt, ich möchte da zumindest fertig haben mit dem Ja, das Feld, was ich da jetzt angefangen habe, guck mal, da habe ich ja gerade mal 3 Bahnen gezogen oder so. Das würde ich jetzt sowieso nicht mehr. Das würde jetzt den Rahmen springen. Können wir beim nächsten Mal dann zusammen fertig machen, Detlef. Oder so, ja. Das andere Feld dahinter, weißt du? Wo ich da jetzt angefangen habe. Der eine von der einen, der andere von der anderen Seite und dann Attacke. Naja, wollen wir mal Windows-Update machen lassen noch schnell. Ja, gestern hat es schon weggedrückt. Irgend so ein Scheiß war es, glaube ich, bei mir auch. Ja, ich habe gestern schon weggedrückt. Ist durchaus möglich, ja. Gestern habe ich schon das Runterfahren gemacht. Heute mache ich hier mal eben, lass ich hier noch schnell rödeln, die 10 Minuten erhalt. Wenn nicht, der bleibt die Steckdose halt mal heute Nacht an, ist mir auch egal. So viel Strom kostet das auch alles nicht mehr. Aber das Witzige ist, ich konnte ja eben noch abspeichern auf dem Server, also ich habe den Server ja ausgeschaltet. Oder den Multiplayer eben. Das war das Witzige. Robert. Morgen wird es nochmal 3 Grad kälter. Ah, das ist nur ein bisschen. Nee, meine, hat der Telefon schon mal gesagt. Morgen wird es nochmal 3 Grad kälter als heute. Ja, 25, ja, nachts ist es sowieso kälter als draußen. Ja, oder sagen wir mal, wird ein bisschen frischer. So. Ganz angenehm. Unsinnig warm ist, ey. Morgen soll es ja bloß noch 24 Grad bei uns werden. 21, wie gesagt, morgen. Und soll morgen noch 24, ja. Aber 24 rechnen auch aus. Ja. Wo ist eigentlich die Mietzitatze? Wo vorhin war der nicht? Ich hab ihn nicht gesehen. Hast du zu? Ja. Wahrscheinlich schon im Bett. Drin. Wahrscheinlich schon im Bett drin. Ja, weil du auf aktualisieren neu starten gegangen bist. Nee. Stand nämlich bei mir nämlich auch gerade da. Darüber stand er runter. Ich hab. Nee, eigentlich nur aktualisieren gemacht. Eigentlich. Ich hab den kurzen Erschlag gegeben. Bevor die Dreh ist, bin ich schon. Ja, brauchst du deine Jan, brauchst du nicht mal ganz hoch fahren lassen. Kannst du den nicht. Jo, haben wir heute ein paar Hektar gemetert. Ein paar Hektar.
Hektärs. 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 Mit S. Mit E. Bauer mit E. E. Genau. So. Map. So. Heute, heute, heute habe ich die Rechnung von meiner Gebissreparatur gekriegt. Ah. Hab mir mehr gerechnet. €23,78 oder so. Oh, was geht? Nicht. War ja gar nichts. Ich hab mit mehr gerechnet, Alter. Weitaus mehr. Und haben sie tiptop gemacht, war auf Anhieb wieder gepasst. In der Nachbearbeitung. Kommt mir auch vor, wenn es anderes Material ist. So ein bisschen. Weil irgendwie ist es jetzt alles ein bisschen glatter da oben am Raum. Denn aber runter, das Ding wieder hochholen, wenn der runtergefahren ist. Den Rechner ist runtergefahren. Naja, wenn der runtergefahren ist, nutzt du den bitte wieder hoch. Sorry, meine Gurke ist doch deine Gurke, renn du da hinterher. Ist ja noch eine Spur. Also wenn ich mir das hier so angucke, würde ich mal sagen, Stefans Schlepper ist noch ein Stück weiter gefahren. Jetzt steht er bestimmt quer auf Marker. Naja, auf alle Fälle nicht im Anschluss, so wie das sein sollte. Nimm mal im Pinhaus. Nimm mal hier normal. Boah, kriegt doch wieder die Pille mal geflüchtet. Und auf jedem Feld irgendwie quadratisch, was auf immer nicht mehr geflücht ist. Bei dir ist auf dem Feld so ja drei Stücken. Ist das noch nicht synchronisiert? Ja. Ja, das kann mit diesem normalen Multiplayer zusammenhängen. Das hast du auch beim Flügen gemerkt mit der Synchronisation. Oh. Da war teilweise hinter dir jetzt Ende Jahr geflücht und dann auf einmal war da. Mhm. Oder bist du entgegengekommen und da war dann auf einmal ein Stück dazwischen, wo nicht geflücht war und dann auf einmal plupp. Ah, okay. Aber ist auf jeden Fall cool, macht auf jeden Fall mal wieder Spaß. Ne, das ist ein anderes. Das eine ist aus der Küche. Ach, und das andere ist. Das wäre ein Fenster im Wohnzimmer reingetrückt. Ja. Sonst machst du das immer zu. So, weiter geht's. Der meint ja sich auch unbewusst. Halt, stopp. Du darfst noch reingucken. Ja, ja. Oh. Und das ist ja. Steht denn definitiv fest, dass wir hier, bevor das mit dem Fliegen losgeht hier, dass wir auch noch über den Fliegen wieder rankommen. Ja, Stube wird einfallen lassen, natürlich. Vielleicht machen sie im Herbst nochmal so eine Verkaufaktion oder so. Kann man sich ja schon mal holen. Müsste ja noch irgendwo. Kann das ja liegen haben. So. So, mit Ö. Mit Ö. So. Also, das sind ja Ö. Ein Söse. Ich würde fast sagen, hier ist das Möbende, ne? Ein Möbende gefunden. Möbende?
Da hinten ist das Müllbett. Ich hab Muki recht. Was denn? Ich dachte, du hast schon was. Das ist doch offen. Nee, die Jalousie wie die sind. So. Ich würde auch fast behaupten, Stefan ist noch ein Stück abgebogen. Ja, klar, der ist ein Stück gefahren. Unkontrolliertes Flugobjekt. Ja. Könnte man so machen, ja. Nö, euch. So gleich fertig. So, ich werde mir jetzt ausklinken. Genau, klink mal in. Klink mal. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Hat Spaß gemacht. So. Jo. Hallo, Stick. Jo. Und nimm die Tür, ne? Nicht das Fenster, Stefan. Okay. Weil Fenster könnte tief runtergehen. Boah, kommt auf die Höhe drauf an. Tür ist meistens ebenerdig. Kommt drauf an, welche Tür. Ab und zu hast du vielleicht mal eine Stufe oder so, aber. Wie du es. Eine? Vielleicht auch manchmal mehr. Der dritte Bein fiel aber ab. Die hast du beim Fenster eher nicht, eine Stufe. Kennst du dich mit aus, war Bauer? Das ist richtig. Ja, ja. Ist klar. Gut. Ach ey, minus ein. Minus ein? So. Fertig. Ist mir auch egal. So, Feld 16 ist fertig. So, ich mach mich aber auf, Maga. Maga, du mal weiter. Ja. Nee, dann bist du runtergegangen? Ja, bin fertig mit dem Feld. Robert auch? Ich geh gleich runter. Weil hier stand, du bist runtergegangen. Oder? Ich bin noch da. Also. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ebenso. Bauer, hauen Sie rein, kommen Sie gut zu liegen. Jo. Und wir hören uns morgen. Jo. Alles klar. Alles klar. Bis dann. Jo, tschüss. Tschüss. Ja, und ich hätte jetzt fast euch vergessen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr dabei wart heute Abend im LS17. Und ihr habt gehört, das wird sich vermutlich jetzt so einpendeln, dass wir das
bis auf weiteres samstags machen. Ich weiß nicht, ob ich jedes Mal mit dabei bin, aber ich fand, es war eine tolle Lust, die Runde. Von daher werde ich mir das zumindest in den Kalender schreiben. Ob es immer funktioniert, ist ja. Lasst euch einfach überraschen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Schlaft gut, träumt was Feines. Wir sehen uns wahrscheinlich morgen am Sonntag wieder. Ich weiß aber noch nicht 100% wann, ob schon ab mittags oder vielleicht sogar erst abends, und ich weiß auch noch was. Also lasst euch überraschen, guckt rein und schönen Restabend.